Es ist 19.20 Uhr an diesem Sonntag. Und ich bin der Jakob und mit mir ist der Henrik und wir beide begrüßen euch alle zum letzten Spiel hier am 19. Spieltag. Heute empfängt hier im Sportpark Höhenberg Viktoria Köln den SC Freiburg 2. Ja. Henrik, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Hallo Leute, freut euch auf eine tolle Übertragung, auf ein tolles Sonntagabendspiel. Jawohl. Hatten wir ja auch selten. Ich wüsste gar nicht, wann wir mal eins hatten. Muss man alles mal mitnehmen. Muss man alles mitnehmen. Auch am dritten Advent. So sieht's aus. Und mit uns sind auch doch einige. Vor einer halben Stunde sah es hier noch so aus, als würde man sich hier in der Meerheimer Heide mit den Mäuschen gute Nacht sagen. Mittlerweile sind einige hundert da. Die Gegentribüne ist allerdings komplett gesperrt. Wir teilen uns, glaube ich, hier die Haupttribüne mit den wenigen mitgereisten Freiburger Fans. Ja. Das ist so, wie es in erster Linie ausschaut. Und ja, gleich geht's hier los. Genau, wir begrüßen euch alle auf jeden Fall an euren Endgeräten oder wenn ihr hier im Stadion euch einen blinden Radioempfänger ausgeliehen habt, dann auch Hallo an euch. Bitte sagt allen euren Leuten Bescheid, die Sehbehinderung haben, die Interesse daran haben könnten, Spiele im Stadion zu verfolgen, ohne dass sie die bestenfalls sehen können, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, bei uns einen Funkempfänger auszuleihen. Vielen Dank da an die Aktion Mensch, die uns da so tatkräftig unterstützt hat. Wir können mit diesem kleinen Kredit, den wir von dem bekommen haben, bis heute super leben. Alle Infos zum Nachhören von dieser Partie wird es im Anschluss geben auf unserem YouTube-Kanal. Dafür einfach auf YouTube Fußballradio Schelsig eingeben und auch mal gleich ein Abonnement da lassen. Wir sind jetzt etwas mehr als 100 Abonnenten auf unserem Kanal. Ja, und ihr hört es im Hintergrund, der Stadionsprecher gibt bereits hier die Startaufstellungen durch. Ich werde diese mal machen für unsere Gäste. Der SC Freiburg 2 kommt mit einigen Überraschungen heute in die Domstadt. Zum Beispiel haben sie den vierten Torhüter dieser eigentlich gerade erst in die Halbzeit gekommene Saison am Start. Heute wird die Nummer 33, Sebastian Hornung, zwischen den Pfosten stehen vom SC Freiburg 2. Vor ihm ist eine Viererkette mit Franchi Bubari, Bruno Ogbus, Serge Müller und Pascal Fallmann. Vor denen gibt es eine Doppelsechs aus Luca Marino und Fabian Rüdlin. Im Offensivbereich wird links Lukas Ambros, in der Mitte Mika Bauer und rechts Rein Johansson spielen. Und im Sturm der Mann, der bereits drei Tore und eine Vorlage hat, Maximilian Bräunig. Magst du unseren Gästen, unseren Zuhörern sagen, wie Viktoria Köln spielen wird? Ja, viele bekannte Gesichter. Aber es gibt auch eine große Überraschung, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Unsere Viktoria, wie gewohnt, im Tor mit Ben Voll. Eine Dreierkette davor, von links nach rechts, Jeremias Lorch, Michael Schulz und Lars Dietz. Dann ein Vierer im Mittelfeld, von links nach rechts, mit Niklas May, Stefano Russo und Florian Engelhardt, der heute das Vertrauen geschenkt bekommt von Olaf Janssen auf der rechten Außenbahn, Paco Koronkiewicz. Und dann haben wir noch, ja, zwei Zehner von der linken Seite mit Luca Maseiler und rechts David Philippen, Sturm André Becker. Ja, das soll es also sein. Das soll also die Elf sein, die sich Janssen ausgedacht hat, die den Tabellenletzten aus dem Breisgau schlagen soll. Beide Mannschaften haben es ein bisschen problematisch gehabt in den letzten Zeiten, nicht wahr? Der letzte Sieg liegt bei beiden schon etwas zurück. Ja, bei Freiburg war es Anfang Oktober in Lübeck und unsere Viktoria konnte das letzte Ligaspiel gewinnen gegen 1860 Ende Oktober. Also, wir treffen zwei in der großen Siegplus-Serie aufeinander. Freiburg abgeschlagen, Tabellenletzter, letzte Saison noch so stark. Hoffentlich wird das heute kein Befreiungsschlag. Na, das glaube ich nicht. Ich hoffe eher, dass wir heute mal uns befreien werden. Die letzten Spiele ließen doch ein wenig zu wünschen übrig und es wäre gut, wieder auf die Siegestraße zu kommen. Ich meine, gut, normalerweise, die Viktoria hat öfters im Mittelfeld der dritten Liga zu kämpfen. Das sind wir eigentlich gewohnt. Wir sind es eher nicht gewohnt, dass sie so fulminant anfängt. Wir hatten lange Zeit die Aufstiegsplätze im Visier, haben Werder Bremen aus dem Pokal gekegelt. Jetzt nur noch 14. zu sein, ne, das schmerzt natürlich ein bisschen. Aber wie gesagt, es gibt noch zwei Spiele im Jahr 2023. Das Spiel, was jetzt in wenigen Minuten losgeht,
und dann noch ein Spiel am Mittwoch gegen den SC Verl in Verl. Und da gilt es noch Punkte mitzunehmen, weil dann sieht es vielleicht auch gar nicht so schlecht aus. Die dritte Liga ist weiterhin eine sehr enge und spannende Liga, wo jeder mal vorne andocken darf. Und so habe ich auch noch nicht die Hoffnung ausgegeben, dass es hier nochmal nach oben gehen kann für unsere Viktoria. Oder wie siehst du das, Henrik? Ja, auf jeden Fall. Dafür müssen aber heute auch mal Tore fallen. Vielleicht platzt der Knoten. Ich hoffe auf viele Torchancen. Mit Engelhardt vielleicht ein Spieler drin, ja, der da für kreative Momente sorgen kann, das Spiel irgendwie lebendiger machen kann. Da bin ich ganz besonders gespannt drauf. Da werden wir auch ganz besonders drauf gucken. Konnten ja noch nicht so viel von ihm sehen bis jetzt. Bin ich wirklich gespannt. Ja, gleich geht's hier los. 5 Minuten noch. Die sind noch nicht auf dem Platz. Da können wir auch mal ganz kurz auf die Ersatzbänke gucken. Denn was auf jeden Fall interessant wird, ist, beide Mannschaften treten mit sehr vielen jungen Spielern auf. Vor allem bei unserer Ersatzbank ist da echt jugendforsch wieder am Start. Fast so wie in der letzten Saison. Okay, wir haben Kevin Rauhut und Waldrin Mustafa. Das sind jetzt beides vielleicht nicht mehr die jüngsten Menschen der Welt. Aber danach haben wir Luca de Meester, Zuel Najjar, Jonas Sticker, Hamiyusu Ali, Sumana Keita, Sochu Hong und David Kubata. Also da sind einige, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auf der Ersatzbank vom SC Freiburg 2 haben wir Lauren Mack, Alexander Lungwing, Sandrino Braun-Schumacher, Patrick Lienhardt, Hamadi Al-Gadoui. Für alle Leute, die es mit dem VfB Stuttgart gut heißen, die sollten hier einen Namen wiedererkannt haben. Marco Werner, Jihan Lee, Joel Bixel und Felix Allgeier. Es ist allerdings interessant, während unsere Jungen eigentlich alle fließendes Deutsch sprechen, kann ich das so nicht ganz sagen von den jungen Kräften vom SC Freiburg, wo echt sehr viel Jugendnationalspielermaterial aus der Schweiz oder auch aus anderen Ländern, Österreich, Tschechien, Irland, Luxemburg, zusammenkommt, um hier eine ziemlich internationale Truppe aufs Feld zu bringen. So richtig gebracht hat es bisher nicht. Aber der Trainer vom SC Freiburg, Thomas Stamm, der ist jetzt auch schon seit 21 der Trainer der Reserve aus dem Breisgau. Der sieht es hier auf jeden Fall noch nicht ganz so arg. Man ist zwar Tabellenletzter, aber von den 4 Partien konnte er bisher gegen die Viktoria 2 gewinnen, wenn der SC Freiburg hier auf Viktoria Köln traf. Gucken wir noch kurz auf die Ausfälle. Bei Freiburg fallen einige Leute aus. Julian Stark als Stammspieler kann nicht spielen, hat nämlich die 5. gelbe Karte. Niklas Sauter, einer der Torhüter, die wir bisher zwischen den Pfosten vom SC Freiburg 2 erwartet hatten, kann auch nicht, hat eine Knieverletzung. Alessio Besio hat eine Knie-OP hinter sich und ist noch nicht wieder fit. Oskar Wiklow hat eine Oberschenkelverletzung. Und auch bei der Viktoria sind weiterhin einige verletzt. So ist Chris Greger nicht am Start mit Adduktorenbeschwerden. Simon Handle mit Gehirnerschütterung. Donny Bogicevic hat Knieprobleme weiterhin. Moritz Fritz fällt aus mit Meniskusschaden. Und Brian Henning hat wie bekanntlich einen Kreuzbandriss. Besonders schade, dass Simon Handler ausfällt, denn er hat bisher die meisten Tore geschossen, wenn Viktoria gegen Freiburg gespielt hat, nämlich 2 Stück. Schade, dass er heute fehlt. Ja, die Teams betreten jetzt das Spielfeld. Freiburg ganz in schwarz und Viktoria ganz in weiß mit roten Ärmeln. Oh, die Keeper sind aber recht ähnlich angezogen. Ben Voll mit einem grünen Shirt. Ja, nee, bei Freiburgs Keeper ein Neongelb. Bleibt noch zu sagen, der Schiedsrichter dieser Partie ist Timo Ganslowait. Seine Assistenten sind Tobias Severins und Tarek Dammer. 4. Offizieller ist Felix Weller. Und unsere Fahnenkinder in groß und klein verlassen jetzt das Stadion, während Viktor, unser Maskottchen, ihn hinterherwinkt. Am Anstoßkreis klatschen sich beide Mannschaften ab und jetzt auch noch die Schiedsrichter. So wie es aussieht. Ja, jetzt kommt Michael Schulz, der Kapitän von uns, an die Mittellinie und lässt sich von dem Unparteiischen Ganslowait erklären, wie eine Münze im Flug aussehen wird. Ihm gegenüber ist heute der Kapitän Fabian Rüdlin, der defensive Mittelfeldspieler vom SC Freiburg 2. Und somit bilden jetzt beide Mannschaften in ihrer jeweiligen Hälfte den Spielerkreis. Viktoria spielt zuerst von rechts nach links. Das heißt, von
wo unsere Hardcore-Fans stehen, zum VIP hin, während der SC Freiburg das VIP-Zelt von uns zuerst im Rücken hat. Da sehe ich auch gerade im Block 11, es gibt einen Spruchbanner, Investoren bringen Ärger rein. Ja, es ist ein Zeichen, was wir in vielen Stadien an diesem Wochenende gesehen haben. Aber das mag uns jetzt in den nächsten 90 Minuten nicht tangieren. Denn hier ist dritte Liga und hier ist Fußball noch, wie er sein sollte, ohne Videobeweis und Sonstiges. Und auch von diesem Investorengeplänkel hätten wir, glaube ich, hier in der dritten Liga wirklich wenig. Hendrik, das werden wichtige 90 Minuten. Ja, wir haben richtig Bock. Gleich geht's hier los. Fall. Freiburg wird den Anschluss ausführen. Oh, jetzt wird es auch gleich ganz leise. Und das Spiel ist angepfiffen. Die Freiburger direkt mit dem Ball nach hinten zum eigenen Keeper. Der weite Abschlag zurück. Ah, jetzt hat wieder Freiburgs Keeper den Ball. Läuft ein paar Schritte an, schießt den Ball jetzt nach vorne Richtung Viktoria. 16er kann abgefangen werden, trotzdem Freiburg weiter den Ballbesitz. In der Viktoria-Hälfte auf der rechten Seite. Das ist jetzt aber Jeremias Lorch, den Ball in Seiten ausklärt. Erster Einwurf der Partie. Von der rechten Seite in der Viktoria-Hälfte. Freiburg jetzt da im Zusammenspiel mit der Seitenverlagerung auf die linke Seite. Da dribbelt der Freiburger an, legt weiter raus auf die linke Seite. Ist am linken Strafraum-Eck. Zieht den Ball in den Strafraum, aber Engelhardt kann den Ball klären. Ball jetzt auf Höhe der Mittellinie bei den Freiburgern, die jetzt einen Einwurf haben. Einwurf von der Nähe der Mittellinie, linke Seite. Das ist Franchi Bubari, der da sich schön durchsetzt auf der linken Seite. Jetzt das Feld ein wenig öffnet, aber Lorch hat super sein Bein reingehalten. Auch beim zweiten und auch beim dritten Versuch, den Ball hier gefährlich in die Viktoria-Hälfte zu bringen, kann er ihn vereiteln. Und im Nachhinein wird er auch noch gefoult. Es gibt Freistoß, schnell ausgeführt von der rechten Seite. Ball geht zu unserem Schlussmann Ben Voll. Der steht in seinem eigenen 16er. Kann sich aussuchen, was er macht und spielt auf Dietz. Der kickt den Ball raus zu Masaila. Der verliert den Ball. Dietz kickt nochmal hinterher. Und der Ball kann festgemacht werden von den Freiburgern. Die kombinieren sich gut durch. Auf der rechten Seite dringen sie in den Strafraum ein. Der Ball kommt gut rein von Bräuning. Aber kann in letzter Instanz weggeschlagen werden von Schulz und der Gegenzug läuft. Becker kann einen Kopfball weiterleiten zu Philipp. Oh, der wird hart gefoult. Da war das Bein ganz schön in der Luft von Fabian Rüdlin, um hier noch den Fuß von David Philipp. Ja, und das lässt sich auch der Schiedsrichter kurz durch den Kopf gehen, bevor er dann sagt, nein, nein, Rüdlin, komm nochmal ran. Der unparteiische Kanzler weit hier in der dritten Spielminute zeigt sofort den gelben Karton. Ja, Wahnsinn, so früh in der Partie ist natürlich nicht förderlich. Ja, und das auch gleich für den Kapitän und Sechser. Das ist natürlich eine herbe Aktion, aber ich finde eine faire, weil da war das Bein wirklich sehr hoch, um Philipp zu Fall zu bringen. Viktoria jetzt mit dem Freischuss aus der eigenen Hälfte. Dietz am Ball. Geht den Ball jetzt zum einen Keeper. Ben Voll wird er angelaufen von den Freiburgern. Jetzt Dietz müsste den Ball weit schlagen. Macht er auch auf die linke Seite, aber der Ball geht in Seiten aus. So ein Einwurf für den SC Freiburg. Für der Mittellinie von der rechten Seite. Naja, doch ein bisschen weiter in der Viktoria-Hälfte. So 20 Meter von der Mittellinie entfernt. Schlechter Einwurf. Viktoria kann kontern. Hier mit Luca Masaila auf der linken Seite, aber wird da stark abgegrätscht vom Freiburg auf der linken Seite. Viktoria jetzt mit dem Ballverlust. Deswegen hat er ziemliches Gewühl in der Viktoria-Hälfte. Ja, Freiburg beginnt sehr wild. Hier laufen gerade zwei Spieler ineinander. Das war Marino gegen Bräunig. So verlieren sie den Ball und müssen dann auch noch das Foul ziehen, als Dietz dazwischen geht. Aber das passiert alles mitten im Nirgendwo. Linke Seite, ungefähr 30 Meter entfernt vom Kasten von Ben Voll. Dietz findet keine Anspielstation bei seinem ruhenden Ball. Lässt ziemlich viel Zeit von der Uhr gehen. Macht jetzt einmal mal einen langen, weiten Ball auf Becker. Der gewinnt das Kopfballduell, aber sein Kopfball geht mitten ins Nirgendwo. Kann Philipp den noch erreichen? Nein, aber er zwingt zumindest Freiburg zu einer Abwehraktion, die ins Nirgendwo geht. Somit kann Mai den Ball jetzt schön weiterleiten auf Engelhardt. Nee, auf Philipp. Philipp ist im Strafraum, legt zurück auf Mai. Der überlegt auf Mustafa. Nee, Entschuldigung. Russo ist es. Russo. Und er zieht ab. Schön. Schön abgezogen. Aus 18 Metern zentrale Position geht der Ball rechts etwas übers rechte Dreieck.
Somit musste der Schlussmann Hornung, der heute seine ersten Drittligaminuten macht für Freiburg 2, nicht angreifen. Was war das? Wollte der gerade abwerfen bei einem Abstoß? Ja, so sieht's aus. Ah nee, ein Freiburger Verteidiger übernimmt den Abstoß. Freiburger Keeper jetzt mit dem weiten Schlag Richtung Mittellinie bei Jeremias Lorch, kann den Ball nach vorne köpfen. Ball jetzt auf der linken Seite bei den Freiburgern, jetzt in der Viktoria-Hälfte. Wer kriegt den Einwurf? Freiburg ist es für der Mittellinie an der linken Seite. Wird auch gleich ausgeführt. Jetzt noch mal ein paar Schritte nach vorne. Ball jetzt bei den Freiburgern im Zentrum, aber ja, können sich da doch durchsetzen. 40 Meter vom Tor, halb rechte Position. Schön den Ball da Richtung 16er, aber da passt Lars Dietz super auf. Und die Viktoria könnte kontern mit Engelhardt, der jetzt mit dem Ball auf David Philipp auf die linke Seite. Aber da ist Rüdlin, der kann den Ball nach vorne schlagen. Freiburg im Angriff, versuchen es mit der Reingabe in den Strafraum, aber gut abgefangen. Deswegen Ben Feuer jetzt am Ball mit dem weiten Schlag nach vorne. Ja, aber schon wieder ist der Ball bei der Freiburger Ersatzmannschaft. Der Ball geht hier ins Aus. So gibt es jetzt von der rechten Seite Einwurf vom Anstoßkreis. Aber den köpfen sie sich direkt wieder ins Aus. Oder gibt es Wiederholung? Nein, jetzt geht es an Viktoria Köln, den Einwurf zu machen. In der eigenen Hälfte kurz vor der Mittellinie ist es eine Aufgabe für Paco Koronkiewicz. Der lässt sich Zeit, läuft hier ein Schrittchen, guckt da. Und jetzt macht er den weiten Rückeinwurf zu Schulz. Der wird angelaufen von Bräunig, muss deswegen auf voll zurückgeben. Oh, der spielt einfach nur an Innenverteidiger-Kollegen Lorch. Sie probieren es klein, klein und hinten raus. Aber jetzt wird Koronkiewicz von zweimal in Angang. Kriegt in letzter Instanz noch den Ball zu Schulz. Und der schlägt ihn jetzt mal raus zu Masaila. Masaila vorbei an seinem Gegenüber. Das war Okpus, den er da stehen lässt. Ah, aber dann können sie die Vorwärtsbewegung nicht ganz machen. Aber es gibt hier Szenenapplaus. Gut gelöst. Und jetzt mal das Spiel verlagert auf die andere Seite. Dietz bringt den weiten Ball auf Mai. Der steht schon tief in der Hälfte. Der Freiburger sucht jetzt den Weg nach innen über Engelhardt. Geht der Ball zurück an den Anstoßkreis zu Dietz. Der spielt links raus zu Mai. Mai zurück zu Dietz. Dietz von zwei Mann angelaufen. Bringt den Ball zurück zu Ben Voll. Ben Voll schlägt eine Fackel. Weit geht der Ball. Becker. Ja, war abseits. Luca Masaila ging da aktiv zum Ball. Und somit abseits. Position. Freistoß jetzt für Freiburg nahe der Mittellinie. Gehen den Ball dann direkt wieder zurück in die eigene Hälfte. Sind jetzt in den eigenen Reihen, spielen da hin und her. Die Viktoria läuft da nicht wirklich zielstrebig an. Deswegen Freiburgs Keeper jetzt erstmal mit einem weiten Ball nach vorne. Den Lars Dietz aber sofort wegköpfen kann. Ziemliches Gewühl jetzt auf Höhe der Mittellinie. Am Ende hat Freiburg den Ball auf der rechten Seite jetzt in der Viktoria-Hälfte. Dribbel nach vorne. Stolpern den Ball. Ja, das war Luca Marino, der 18-Jährige. Sein U19-Nationalspieler. Gegen Niklas Mai, der auch schon mit der U-Nationalmannschaft geflirtet hat. Der wird jetzt hier den Einwurf machen, unsere Nummer 37. Wenige Meter von unserem Strafraum entfernt. Wirft er den Ball Richtung Grundlinie zu Dietz. Dietz passt zu Ben Voll. Ben Voll, oh, sucht das klein im 16er zu lösen mit Lorch. Ball geht wieder an Dietz, der ist an der rechten Eckfahne. Spielt kurz zu Engelhardt, der wieder zurück auf Dietz. Boah, sie lassen Freiburg echt kommen. Freiburg nimmt es an, jetzt läuft Dietz durch seinen eigenen Fünfer mit dem Ball. Spielt den Ball jetzt rechts raus. Ball kommt zu Koronkiewicz. Der lässt klatschen auf Masaila. Der gibt wieder zurück auf Koronkiewicz. Das war gar nicht so doof gemacht. Und jetzt haben sie auf der linken Seite so richtig Platz. Der Ball kommt durch zu Engelhardt. Der macht einen schönen Pass. Links raus zu Mai. Der kann jetzt Masaila schicken. Das macht er auch. Der steht schon an der 16er Kante. Der kann jetzt den Kopf hochnehmen. Findet Mai. Nein. Ball geht genau zwischen Mai und Philipp hindurch. Kann rausgeschlagen werden, aber Viktoria wieder am Ball. Es ist Lars Dietz an der Mittellinie. Bringt den Ball links raus auf den Engelhardt. Noch weiter verlängert an Masaila. Alles auf der linken Seite. Jetzt ganz raus links zu Mai. Der steht kurz zwischen Eckfahne und 16er Kante. Bringt den Ball auf Engelhardt. Er wieder in die Mitte. Er spielt auf Russo in die Mitte. Zu Lorch zurück in die eigene Hälfte. Jetzt läuft wieder Freiburg an. Probiert Schulz zu stellen, aber der gibt den Ball an Engelhardt. Engelhardt richtig Platz. Dringt in die Hälfte ein von Freiburg. Geht einfach nonchalantmäßig weiter. Spielt den Ball links raus zu Mai. Der nimmt jetzt mal Anlauf. Bringt die Flanke rein. Flanke gut. Und kurz vorm Fünfer kommt Becker an die Flanke.
mit dem Kopf, aber der Kopf war zu umplatziert und jetzt wird auch gesagt, in der 9. Spielminute, die gerade vorbeigegangen ist, war es abseits. Ja, aber gefiel mir ganz gut, wie die Viktoria da nach vorne gespielt hat. So muss es sein. André Becker kann den Kopfball da nicht richtig setzen. Ja. Zumal war es dann auch noch abseits, aber ja, das sah schon mal vielversprechend aus, Freiburg. Die Devise scheint klar zu sein, ne? Freiburg locken, ja. Freiburg kommt, die sind sehr willens zu laufen und dann schnell das Spiel verlagern auf die andere Seite und den Durchmarsch suchen. Besonders gefallen hat mir hier Engelhardt. Jetzt kommt der weite Ball von Hornung, der sofort rausgeköpft wird aus der Hälfte der Viktoria und sofort ist Freiburg im Zugzwang. Masaila gewinnt die Kugel, kann ein Konter sozusagen fahren, bringt den Ball jetzt auf die rechte Seite zu Paco Koronkiewicz. Der erläuft den Ball, lässt sein Gegenüber aussteigen, gibt zurück auf Mustafa, auf Russo. Entschuldigung, Mann, was ist denn heute los? Ui! Und Russo eigentlich mit einer vermaledeiten Flanke, die einfach viel zu hoch und unplatziert kommt. Aber Hornung im Hochgehen kann den Ball nicht festmachen und so trudelt der Ball, nachdem Hornung ihn berührt hat mit dem Handschuh, ins Tor aus. Es gibt die erste Ecke des Spiels in der 11. Spielminute. Eine Sache für... Ah, das ist Masaila und ist David Philipp. Nee David ist Philipp Engelhardt, oder? Nee. Ist Masaila? David Philipp macht jetzt die Ecke von der linken Seite. Den Ball mit links vom Tor wegziehen. Ja, Ball noch nicht freigegeben. Jetzt aber Flanke Richtung Fünfer, aber kann geklärt werden. Trotzdem Niklas May im Ballbesitz, halblinke Position, 25 Meter vorm Tor. Legt nochmal links raus zu Masaila. Der versucht es einfach mal mit der Flanke Richtung Becker. Ja! Was eine Flanke. 1-0 eine für Viktoria Köln. Flanke war toll. Wunderbar. Scharf reingebracht. Wie ein Torschuss. Etwas, na, wäre nicht ganz aufs Dreieck gekommen. Aber wunderschön reingebracht zum zweiten Pfosten. Becker, toller Laufweg, hält seine Birne rein und er war unhaltbar für Schlussmann Sebastian Hornung zur Führung für die Viktoria. 1-0 nach 11 gespielten Minuten. So kannst du mal losgehen, du. Tolle Flanke, gut eingelaufen, wie aus dem Lehrbuch. Ja, wie aus dem Lehrbuch, das sagt sich gut. Und was mir vor allem gefallen hat, war der eine schöne Schlenker, den Masaila gemacht hat, und um auf einmal sein Gegenüber abzuschütteln, um dann richtig Platz zu haben und auch die Zeit, eine wunderbare Flanke zu schlagen. Die Viktoria nicht aufstecken, sondern direkt weitermachen. Ja, hier wollen sie direkt wieder die Spielverlagerung machen auf die andere Seite. No-Look-mäßig wollte das Masaila über seine Schulter hinweg geregelt bekommen. Aber May war noch gar nicht in Position gelaufen. Es gibt Einwurf. Und zwar für Luca Marino im Dress von SC Freiburg 2, der bis 2026 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, der deutsche Italiener beim SC Freiburg. Jetzt wirft er den Ball ein, aber der Ball landet sofort bei der Viktoria. Niklas May kann das Ding vor der Linie nochmal festmachen. Nein, verliert ihn. Und somit ist es Ogbus, der den Ball zurückbringt auf seinen Schlussmann. Hornung. Boah, der ist auch nicht so sicher. Nee, das ist wie gesagt der vierte Torhüter, den der SC Freiburg 2 hier anzubieten hat. Bisher war es Uphoff aus der ersten Mannschaft. Jan Thunen, der bis zuletzt hier... eigentlich zwischen den Pfosten stand, aber auch nicht immer geglänzt hat. Und Sauter, der wahrscheinlich hier eher das Zepter in der Hand halten sollte, aber der ist raus mit einer Knieverletzung. So, Hornung hat jetzt den Ball mal weit rausgeschlagen, aber die Viktoria bringt den Postwenden wieder zurück in die Hälfte von SC Freiburg. Und die haben hier echt Probleme, einen Spielaufbau zu machen. Becker, unablässig läuft der da die Jungspunde an im Dress der Breisgauer. Und sie können sich erst jetzt nach mehreren Ballstaffetten da mal lösen, dass der André ein bisschen weg ist. Ich glaube, hier haben wir gerade Rüdlin gesehen, der seine Kapitänsbinde weggeworfen hat. Auch interessant, sieht man nicht alle Tage. Trainer Thomas Stamm geht kurz aufs Spielfeld und sammelt die ein. Ist ungefährlich, kann ich euch direkt mal sagen, weil auch der Ball bewegt sich zurzeit durch die Reihen von den Breisgauern. Jetzt probieren sie mal, einen Angriff zu setzen, aber Lukas Ambros verspringt der Ball. Angriff somit von selbst unterbunden. Jetzt wird der Ball links rausgebracht. Nee, auch hier ist wieder... die Planlosigkeit etwas zu erkennen im Aufbauspiel. Jetzt mal wird es angeboten auf der linken Seite. Das ist Rian Johansson. Oh, schön schickt er den Ball da durch die Reihen, aber da ist kein Anspielpartner für ihn da. Und so kann die Viktoria kontern, aber auch dieser Konter wird im Keim erstickt hier auf der rechten Seite. Ja, Freiburg jetzt den Ballbesitz auf Höhe der Mittellinie, aber gut zurückerobert der Ball von der Viktoria. Jetzt auf die linke Seite gespielt zu Niklas May. Boah, der Platz. Mit der vom Tor, halb linke Position. Mit der Flanke Richtung rechtes Fünfer-Eck, aber kann geklärt werden. Er war noch kurz im Ballbesitz. Ja, Paco gelingt da nicht, das Zuspiel und somit
Freiburg jetzt mit dem Abschlag. 15 Minuten hier gespielt, Viktoria Köln führt mit 1:0 in dem hier so wichtigen Spiel, ja, um von den Abstiegsrängen wegzukommen und wieder näher oben dran zu kommen. Ja, so viele Punkte sind jetzt auch wieder nicht, man könnte hier, na, aber konzentrieren wir uns erstmal aufs Spiel. Das ist Boubary auf der linken Seite, Doppelpass kurz ausgeführt, dann weitergespielt auf Bräuning, der hat sich links rausziehen lassen, sucht jetzt den Pass in die Mitte zu Bauer. Aber keine Chance. Da kommt voll raus, begräbt den Ball unter sich, bevor Bauer sich gut drehen kann. Bauer erst 19 Jahre alt, bereits ein Marktwert von 800.000 seit 2018 beim SC Freiburg. So, voll. Kreiert mal einen ganz schnellen Konter, indem er den Ball einfach mal 70 Meter weit kickt. Koronkiewicz ist mitgelaufen, Freiburg nicht. Und somit kommt der Ball zu Philipp, der ist ja an der 16er Kante. Spielt zurück auf Koronkiewicz. Der schönen Doppelpass mit Philipp. Spielt eine Flanke rein. Erst ins Kanzler kann weggeköpft werden. Und dann ist es Bräunig, der hier den Ball festmachen kann. Spielt auf Bauer. Bauer überquert jetzt die Mittellinie. Bringt den Ball wieder zu Bräunig. Bräunig macht einen Flankenwechsel. Oh, der ist ein bisschen zu scharf gekommen. Kommt zu Ambros. Der spielt einen weiten linken Ball raus. Das müsste Ambros sein. Der spielt die Kugel einfach mal rein, aber Viktoria kann sie wieder rausschlagen. Ja, der Ball jetzt bei den Freiburgern. Alle Viktorianer hinterm Ball. Ball jetzt auf der linken Seite. Boubary. Ah, das sieht er schön, dass sich da Ambros gelöst hat. Der steht an der Grundlinie. Oh, und es gibt Ecke. Ja. Aber das sah doch sehr stark nach Abseits aus. Wie kann der da so frei sein? Ja. Irgendwer muss es aufgehoben haben. Auf jeden Fall die erste Ecke für Freiburg in diesem Spiel von der linken Seite. Boubary macht das ganz geschickt mit seinen Pässen. Der linke Verteidiger, die gehen sehr schnittig an Freund und Feind vorbei. Dieses Mal konnte Ambros den Ball mitnehmen. Lukas Ambros ist Tscheche-Gebürtiger. Hat jetzt den Ball schon... Oh, wollte schnell... Kriegt er dafür gelb? Nee. Aber er wollte die Ecke schnell ausführen. Anscheinend war sie noch nicht freigegeben worden. Und somit sagt unparteiischer Timo Ganzloweit, nein, so geht das noch nicht. Und so kriegt Ambros, der Tscheche aus der U20 Tschechiens, eine zweite Möglichkeit. Jetzt schnell ausgeführt, bringt eine Flanke rein, kann geblockt werden, kann Viktoria sich lösen. Ja, das sieht gut aus. Ah, jetzt Engelhardt. Viktoria. Engelhardt auf der linken Seite gegen Boubary. Ja, zumindest kann der Ball rausgeschlagen werden und geht jetzt in die Hälfte der Freiburger. Wo jetzt Torhüter Hornung den Ball hat, spielt den zu Müller. Der Freiburg schiebt jetzt mal ein bisschen an auf die linke Seite. Aber das Paco kann jetzt den Konter einleiten. Auf der rechten Seite Paco schon am rechten Strafraum. Eck Richtung Grundlinie dribbelt er jetzt die Flanke Richtung David Philipp. Aber kann geblockt werden. Engelhardt jetzt mal mit dem Versuch. Aber schießt einige Meter rechts vorbei. Hat sich da mal ein Herz gefasst. Ja. Auf etwa 18 Metern. Soll er auch machen. Soll er machen. 18 Meter. Ball war am Aufplöppeln. Somit keine leichte Möglichkeit, hier den direkten Abschluss zu suchen. Quasi Volley nimmt er den dann aus der Luft, nachdem der Ball auch schon ein, zweimal aufgekommen ist. Ball geht irgendwo hinterm Fünfer mal ins Aus. Das war okay, kann man machen. Schöne Schusstechnik von Engelhardt hier. So, jetzt gibt es Abstimmungsprobleme hier zwischen Hornung und Ogbus, die anscheinend Angst davor haben, dass Becker Rilov sie zurennt, wenn der Ball freigegeben wird. Und genau das passiert. Ogbus sprintet an ihm vorbei, ist schon durch die Hälfte seines eigenen Feldes durch. Starker Mann anscheinend, was die Kurzsprints angeht. Gibt lässt links raus zu Boubary. Der findet Johansson. Und Johansson bricht den Angriff an dieser Stelle ab und spielt zurück auf Serge Müller. Ja, Freiburg fehlen hier die Ideen, spielen hier viel nochmal hinten rum und brechen mögliche Konterversuche ab. Jetzt wieder in der eigenen Reihe. Und wieder der Ballverlust. David Philipp im Zusammenspiel mit Marseille, aber wiederum diese verstolpert auch den Ball. Freiburg schlägt den Ball einfach mal nach vorne. Was ist jetzt? Gelbe Karte gibt's für David Philipp? Ja. Ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr hingeguckt, weil ich schon auf der Ball war schon weg. War. Was ist aber denn passiert? Ich habe es auch nicht gesehen. In der 19. Minute kassiert auf jeden Fall David Philipp den gelben Karton. Es sieht aber auch so aus, als ob Philipp damit vollkommen einverstanden wäre. Er regt sich überhaupt nicht auf, sondern klatscht dem gefaulten. Ist das Pascal Fallmann? Ich bin etwas überrascht, dass dann doch einige Spielernummern sich hier geändert haben. Nee, es ist Serge Müller gewesen. Serge Müller wurde hier umgefault, der Innenverteidiger. Schweizer von der Staatsbürgerschaft her. Bringt jetzt auch den Ball wieder ins Spiel. Gibt dem ab zu seinem Innenverteidiger, zu Kollegen Ogbus.
Ogbus heute mal mit der ersten Chance. Ich glaube, von Startelf Debüt kann man hier nicht mehr sprechen, aber er war lange nicht mehr in der Startelf. Der 18-Jährige spielt jetzt den Ball rechts raus. Der Ball kommt zu Ambros. Der probiert, seinen Kollegen mitzunehmen. Pascal Fallmann, aber der Ball kann jetzt ausgeklärt werden. Es gibt Einwurf in der Hälfte der Freiburger. Und das ist Marino, der jetzt hier einwerfen wird. Marino findet Bräunig, der findet Ambros, der spielt zurück zu Marino. Alles an der Mittellinie. Also das Passspiel haben sie gut drauf, auch wenn es nicht viel Raumgewinn gibt. Ah, Boubary verschätzt sich jetzt und schon hat die Viktoria den Ball. Becker mit einem Hackentrick. Lässt der Boubary aussteigen. Jetzt kommt der Ball zu Engelhardt. Oh, jetzt machen sie es schnell. Jetzt geht er zu Mai. Alles noch an der Mittellinie. Jetzt wird zurückgespielt in die eigene Hälfte zu Dietz. Dietz spielt zu seinem Innenverteidiger-Kollegen Lorch. Lorch packt einfach mal die Fackel aus. Sucht mal Seiler. Nee, der kann den Ball nicht festmachen. Der Ball wird erstmal geklärt von Rüdlin. Rüdlin bringt den Ball jetzt nach vorne zu Bauer. Bauer, der offensive Mittelfeldspieler, spielt links raus zu seinem Kollegen. Alles noch in der Hälfte der Freiburger, die jetzt wieder den Ball in der eigenen Abwehrreihe wissen wollen und deswegen zurückspielen zu Serge Müller. Müller hat keine richtige Anspielstation, findet deswegen Ambros, aber der spielt wieder zurück in die eigene Hälfte. Müller, die suchen jetzt irgendeine Möglichkeit, durch das Abwehrbollwerk durchzukommen. Jetzt wird der Ball mal links rausgelegt. Ryan Johansson nimmt Platz mit, macht den Ball scharf für Boubary. Boubary gibt einen flachen Pass in den 16er. Der wird jetzt in erster Instanz rausgekämpft. Aber dann... Oh, Engelhardt stark. Ja, wollte ich sagen, die Freiburger bleiben im Ball. Aber Engelhardt setzt immer wieder hinterher. Und somit geht der Ball letztendlich an die Viktoria. Marseiler startet. Bringt den Ball schnell in die Hälfte der Freiburger. Jetzt wird Niklas Mai angespielt. Der passt klug in den 16er, statt selbst abzuschließen. Aber leider geht der Ball an Philipp und Becker vorbei. Und Freiburg ist jetzt wieder im Gegenzug. Das ist Bauer. Ja, der bringt den Ball auf Rüdlin. Johansson wird gesucht. Alles im Anstoßkreis. Alles klein, klein. Viktoria hat sich in der Weile wieder formatiert. Formiert, meine ich, Entschuldigung. Der Ball geht links zu Rüdlin, der Kapitän heute. Rüdlin spielt zurück auf Serge Müller. Und der Ball geht ins Aus in der Hälfte der Viktoria. Es gibt Einwurf für Paco Koronkiewicz. Der Außenverteidiger der Viktoria hier auf der rechten Seite bringt ja den Ball zu Michael Schulz. Der Innenverteidiger spielt zurück zum Torwart Ben Voll. Ben Voll steht in seinem 16er. Spielt einen hohen Ball auf Paco Koronkiewicz. Der verlängert mit dem Kopf auf David Philipp und der verliert die Kugel. Boubary kriegt die Kugel auf der linken Seite mit Ryan Johansson. Ein Doppelpass, verliert dabei aber die Kugel an Russo. Und Lorch macht keine Gefangenen, sondern schlägt den Ball direkt raus. So kommt der zum Schlussmann Hornung vom SC Freiburg 2. Ball wird links rausgespielt zu Johansson. Oh, Johansson, da pennt die Abwehr. Johansson kann im spitzen Winkel in den Strafraum eindringen und bringt den Ball auf, ich glaube, Bauer war es. Aber Bauer kann hier nicht zum Schuss kommen. Der Ball trudelt ins Tor aus. Er und sein Manndecker verlieren beide den Stand und somit grätscht er quasi den Ball ins Aus. Kann es nicht so richtig fassen. Mika Bauer. Abstoß. Ja, und somit gibt es Abstoß für Ben Voll. Beziehungsweise für Lars Dietz. Genau, wird jetzt auch ausgeführt. Ben Voll jetzt aber in Ballbesitz. Weiß noch nicht, was er machen soll. Jetzt mit dem weiten Schlag in die Hälfte der Freiburger. Das André Becker nimmt den Ball mit der Brust an und für die Mittellinie. Gibt den Ball wieder zurück zu Russo. Weil bei Engelhardt jetzt auf der linken Seite zu Niklas Mai gespielt. Tor ja jetzt. Im Zentrum, 25 Meter vor dem eigenen Tor, werden da zurückgedrängt von den Freiburgern, die hier immer pressen. Ja, die trauen sich. Ben Voll jetzt am Ball. Wird es wahrscheinlich wieder... Ja, was macht er? Wird er den weiten Schlag versuchen oder einen Kurzpass spielen? Er spielt den kurzen Pass zu Lars Dietz. Der Innenverteidiger jetzt mit dem weiten Schlag Richtung André Becker in die Freiburger Hälfte. Ja, kann sich da nicht durchsetzen. Ball jetzt aber Stefano Russo, der weiter zu Marseille auf die linke Seite. Musste aber auch wieder abdrehen. Freiburg steht einfach zu dicht. Keine Lösung in Sicht. Trotzdem macht das Marseille ganz überlegt. Spielt direkt zurück zu Ben Voll und setzt nicht seine Innenverteidiger-Kollegen unter Druck. Somit wird jetzt Ben Voll auf Engelhardt spielen. Oh, der findet Marseille auf der linken Seite. Und der zieht sofort mal hier den vierten Gang an. Dringt jetzt schon fast in den Strafraum ein. Die lassen ihn gewähren. Er spielt mit der Pike zu Becker. Becker bereits im Strafraum, gibt rechts raus zu... Oh!
gibt rechts raus zu Paco Koronkiewicz. Der bringt eine Flanke rein und Becker zieht einfach mal den Fallrückzieher aus dem Ärmel. Und der Ball kommt aufs Tor, auch wenn Hornung goldrichtig steht in der Mitte und den Ball direkt aufnehmen kann. Also da war jetzt nicht viel Carajo im Schuss, aber überraschend war dieser Fallrückzieher schon. Ja, auf jeden Fall sieht man auch nicht oft, schon gar nicht von André Becker. Jetzt der Abstoß von Freiburg. Freiburg geht's auf der linken Seite in der eigenen Hälfte, spielt den Ball nach vorne zum Johansson. Ja, Lorch kann dafür der Mittellinie den Ball erobern. Jetzt gibt's den Freistoß. Ja, Lorch wurde dabei auch noch gezogen. Finde ich gut, dass der Unparteiische hier das auch wirklich als Foul sieht. Man hätte es auch weiterlaufen lassen können, aber ist schon fair so. Somit gibt es jetzt Freistoß, halbrechte Position, ein paar Meter vorm Anschlusskreis, in der Viktoria-Hälfte. Eine Sache für Russo. Nee, er überlässt doch Schulz. Schulz tut so, als würde er nach vorne spielen. Jetzt tut er so, als würde er nicht nach vorne spielen. Jetzt nimmt er wieder ein paar Schritte. Ja, das regt nicht nur Bräuning auf, aber jetzt. Kurzer Pass macht er zu Paco Koronkiewicz. Er gibt auf Lorch. Lorch dreht sich einmal und ist vorbei an seinem Gegenspieler. Bringt den Ball dann auf die linke Seite zu Niklas May. Der verliert das Kopfballduell gegen den weit größeren Luca Marino. Und somit dreht der Ball zu Sebastian Hornung, der Schlussmann von der Reserve des SC Freiburg. Packt jetzt hier die lange Fackel aus und die geht direkt auf Lars Dietz Kopf. Der gefällt mir heute gut in der Abwehr. Der Ball wird somit zu Lars Becker gebracht. Der kann das sogar dingfest machen und macht schon wieder einen Hackentrick, diesmal zu Engelhardt. Gefällt mir auch ganz gut, unser Jungspund aus der eigenen Jugend. Gibt jetzt links raus auf Mai. Mai findet Masaila. Masaila ist vorbei an Rüdlin. Probiert Mai in Szene zu setzen, aber gerade so kann Ockbus den Ball noch wegrätschen. Somit kommt der Ball zu Hornung. Hornung wird angelaufen von Mai. Deswegen einfach nur mal rausgeschlagen, aber Schulz köpft den Ball wieder zurück in Richtung Tor des SC Freiburg. Die wirken manchmal ein bisschen wirr in den Versuchen, wie sie sich hier lösen wollen. Das macht die Viktoria abgeklärt, wie sie probiert, hier den ganz langsam die Schlinge zusammenzuziehen. Hornung jetzt mal wieder mit einem wieder auch nicht guten Abschlag. Es wird keine Ruhe hier so richtig einkehren. Jetzt vielleicht mal Luca Ambros probiert Johansson auf den Weg zu bringen. Über Umwege kommt der Ball zu Bauer. Der spielt rechts raus. Ja, mit dem Ball könnte man was machen, wenn man vorne einen hätte, der wahrscheinlich Usain Bolt-mäßig sprinten könnte. Aber Lukas Ambros hebt hier nur den Daumen hoch und sagt, die Idee war nicht schlecht, Pascal Fallmann. Aber ich bin nur tschechischer U20-Nationalspieler von Wolfsburg hier gerade ausgeliehen und nicht Usain Bolt. Ja, 27 Minuten hier durch. Weiterhin 1:0 für die Viktoria. Ansprechender Auftritt bis jetzt. Ben Voll mit dem weiten Abschlag Richtung Mittellinie, Richtung André Becker, der verlängert den Ball zu Luca Masaila, der jetzt 40 Meter vom Tor zentraler Position, kann sich da frei machen, spielt auf André Becker, aber der Ball nicht genau genug gespielt, somit kann Freiburg klären. In der eigenen Hälfte sind die Freiburger jetzt im Ballbesitz auf der rechten Seite. Aber das war stark von Masaila, der da alleine da so viel Raumgewinn gemacht hat, aber dann der Pass zu ungenau. Ich weiß gar nicht, ob der Pass an Becker gehen sollte oder ob er nicht an Philipp gehen sollte, der in der Sekunde nicht hingeguckt hat. Becker gefällt mir heute zum ersten Mal richtig gut als Anspielstation, als hoher Turm im Sturm. Kann sehr viele Bälle hier festmachen, was vielleicht auch daran liegt, dass der 18-jährige Bruno Ockbus gegen ihn einfach keine Chance hat. Er ist U19-Nationalspieler der Schweiz, Ockbus. Aber hier kriegt er heute eine Menge Lehrgeld in der ersten halben Stunde gezahlt. Und das von André Becker. So, Ben Voll hat mittlerweile den Ball und spielt ihn hoch und weit in Richtung Becker. Der hat sich aber diesmal nicht gut positioniert. Und so kann Serge Müller, der Innenverteidiger des SC Freiburg 2, den Ball aufnehmen und abspielen an den linken Verteidiger. Das ist Frankie Bouabari. Der spielt weiter auf Ryan Johansson. Der ist irischer Luxemburger. Sowas habe ich davor auch noch nicht gehört. Auch U21 irischer Nationalspieler. Wird hier aber abgedrängt. Und so kann Paco Koronkiewicz jetzt den Ball einwerfen. Ball geht auf Russo. Russo macht das geschickt. Mit der Hacke spielt er zurück auf Koronkiewicz. Der haut den Ball raus. Die Viktoria bleibt irgendwie im Ballbesitz. Becker gegen zwei. Schafft das. Spielt den Ball rechts raus auf Philipp. Philipp spielt zurück auf Koronkiewicz. Der ab in den Abwehrverbund mit dem Ball. Jetzt ist der Ball bei Lorch in der Mitte. Jetzt wird er links rausgespielt auf Dietz. Dietz jetzt zu Mai. Mai zu Engelhardt, das alles an der Mittellinie. Oh, Engelhardt mit einem wunderbaren No-Look-Pass auf Mai. Mai jetzt schon an der Grundlinie, muss reinpassen. Passt rein, aus dem Hintergrund könnte Paco Koronkiewicz den Ball
ins Tor bringen, wenn da nicht Bouabari aufgepasst hätte und den Ball zur zweiten Ecke der Viktoria klärt. Genau, Ecke für die Viktoria jetzt von der rechten Seite. Das war wieder klasse gespielt von den Gastgebern. Man muss aber auch sagen, die Freiburger defensiv wirklich schwach. Also üben da kaum Druck aus und sowohl rechts als auch links haben wir da oft irgendwie freie Bahn, können Flanken schlagen, können uns durchs Zentrum kombinieren. Da sagst du Richtiges. Auf der anderen Seite ist es nur 1-0. Ich will hier auf jeden Fall mal ein bisschen was mehr sehen, bevor sich mein Herzschlag letztendlich beruhigt. Denn auch wie Vereine gegen Arminia Bielefeld hatten wir hier lange eine entspannte 1-0-Führung. Oh ja. Am Schluss konnten wir uns über einen Punkt freuen. Jetzt kommt die Flanke rein, die Ecke rein. Oh. Adi wäre perfekt gewesen für Mai, ihn Volley abzunehmen, was er auch probiert, aber Ball geht nicht aufs Tor. Zweiter Ball kommt. Paco Koronkiewicz bringt den Ball auf André Becker. Der köpft ein bisschen vorbei, aber an der Grundlinie kann Russo den Ball nochmal dingfest machen. Gibt zurück auf Mai. Mai von der linken Seite. Flanke kommt rein. Und wieder ist es Bouabari. Aber offensiv faul. Ja, wird gepfiffen. Bouabari hätte den Ball wieder zur Ecke rausgeköpft. Aber anscheinend ist da ein Spieler. Ich glaube, es ist Marino oder Bauer hier zu Fall gekommen. Ja, es ist Marino. Und somit gibt es jetzt von der Fünferlinie einen Freistoß. Sebastian Hornung steht schon da. Der gebürtige Nürnberger schaut sich um, weiß nicht so recht. Ja doch, jetzt entscheidet er sich, den Ball lang zu schlagen, zeigt seinen Leuten an, diesmal brauche ich euch nicht hinten. Geht einfach alle mit nach vorne. 31. Spielminute, er läuft an und jetzt kommt der lange Ball in die Hälfte geflogen. Der Viktoria wird mit dem Kopf verlängert, aber dann ist die Viktoria wieder am Ball. Rechts ist es Paco Koronkiewicz, der geht erstmal einen höheren Gang, findet dann Masaila. Masaila umringt von dreien, schafft es, den Ball zurückzulegen. Zu Russo. Sein Pass wird dann allerdings von den Freiburgern weggeschossen. Landet somit wieder bei der Viktoria. Jetzt hat Lorch, Jeremias Lorch, den Ball. Der Innenverteidiger steht zentral. Und jetzt wagt der SC Freiburg 2, sich mal rauszukommen. Setzt Mai unter Druck auf der linken Seite. Der gibt zurück zu Dietz. Dietz schießt diagonal auf Philipp. Der legt ab auf Russo und der mit einer Kerze in Richtung Tor des SC Freiburg, aber keine Chance, den noch zu erreichen. Also hat der SC Freiburg jetzt den Ball. Schlussmann Hornung spielt einen weiten Ball in die Hälfte der Viktoria, aber die geht an Freund und Feind vorbei. Kann jetzt aufgenommen werden von Mai. Der wird spielt zurück zu Voll in den 16er. Unser Torwart hat ihn sicher dort am Fuße. Wird nicht angegangen. Jetzt sagt Maximilian Bräunig, okay, dann komme ich mal angerannt. Deswegen schießt Voll den Ball zu Becker. Der kann den Ball mit der Brust festmachen an der Mittellinie. Viktoria hat hier den Ball. Lorch verliert den Ball im Aufbauspiel. Bräunig bringt den Ball weiter. Johansson ist das da. Im linken Strafraum-Eck. Ball jetzt im Fünfer. Und da war die Nummer 29 von den Freiburgern am Ball. Kann den Ball aber nicht aufs Tor bringen. Das war Maximilian Bräunig, der dicht bedrängt von den Viktorianern übers Tor schießt. Ich weiß nicht, gibt es jetzt Eckball? Ja, da war wohl noch ein Verteidiger dran. Gibt von der rechten Seite die Ecke für die Freiburger. Immer noch 1-0 für die Viktoria. Nach 33 gespielten Minuten. Ball wird von der rechten Seite von mit rechts vom Tor weggezogen werden. Das ist Mika Bauer. Stimmung ist gut. Stimmung ist geil. Also das freut mich ja richtig. Es ist wahrlich nicht so voll wie bei den letzten Spielen. Aber Stimmung passt. So, gibt es jetzt hier auch mal einen Ball. Mika Bauer, ja, bringt den Ball jetzt in der Sekunde rein. Philipp kann ihn rausköpfen. Sofort zieht Masaila den Turbo und setzt hier Fallmann unter Druck. Masaila kann den Ball übernehmen. Gegen zwei ist an den ersten vorbei, aber sie können sich neu formieren. Das ist am zweiten vorbei, er kann sich neu informieren. Jetzt fällt er. Boah, da hätte man jetzt auch mal einen Foul zeigen können. Aber nein, er beschwert sich auch nicht. Hat er gut gemacht, über 50 Meter am Schluss. Ist es dann irgendwo ein Freiburger zu viel, der zurückgerannt kommt? Aber das zeigt einfach, Freiburg muss hier super wach sein. In jeder Bewegung steckt ein Ballverlust, ein potenzieller, und den wagt die Viktoria aber konsequent auszunutzen. Hier wird super schnell, ganz stringent nach vorne gespielt. Schnörkellos, würde ich es mal nennen. So, Freiburger probieren sich hier zu lösen. Die Viktoria schnürt sie ganz schön ein. Sie stehen quasi an ihrer Grundlinie und haben keine Anspielperson. Hornung muss die Fackel auspacken. Geht zu Bouabari.
der probiert den Ball irgendwie ins Aus zu schlagen und davor noch einen Viktorianer zu erreichen, aber der Ball geht einfach nur ins Aus und somit gibt es Einwurf für die Viktoria. Ball kommt am Mittelkreis zu Dietz, der spielt links raus auf Mai. Mai zieht nach innen, spielt auf Russo. Russo hat Platz, kann sich überlegen, was er macht. Spielt rechts nach hinten zu Schulz, der steht in seiner eigenen Hälfte, passt jetzt aber wieder in die Hälfte der Freiburger zu Koronkiewicz. Der wird von zu vielen angelaufen und gibt zurück auf Schulz. Ball ist dann auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte. Wird jetzt zu Russo gespielt und der spielt stark rechts raus zu Koronkiewicz. Und der spielt zu Bent Voll. Somit lassen sie jetzt die Freiburger laufen. Und die Freiburger nehmen dieses die Angebot an. Ball kommt jetzt links raus zu Mai. Der sucht Becker. Becker mal wieder mit einem Ballgewinn an zwei Leuten vorbei. Fällt jetzt. Spiel kann weitergehen. Ah, Freiburg hat den Ballgewinn. Fabian Rüdlin. Eigentlich Sechser. Scheint jetzt sich mehr auf die Außen drängen zu lassen. Sucht die Anspielstation. Ockbus, der Innenverteidiger, hat den Ball, bringt ihn auf Serge Müller. Müller. Immer noch Müller, immer noch am Anstoßkreis. Anspielstation fehlt ihm. Gibt deswegen links raus auf Franchi Bouebari. Freiburg hier ohne Ideen. Jetzt immer noch in der eigenen Hälfte, spielen den Ball hinten rum. Alle Viktorianer hinterm Ball. Ball jetzt über der Mittellinie, aber schlampig angenommen von einem Freiburger. Ball kommt Postwetten zurück, aber wiederum dann der Pass unserer Viktoria. Auch zu ungenau, deswegen immer noch oder schon wieder Freiburg im Ballbesitz. Jetzt mal der weite Schlag ins Zentrum, aber da steht keiner, nur Niklas Mai. Ja, der zieht den Ball jetzt auf die Linksaußen, ist vorbei am ersten, scheitert am zweiten. Deswegen hat jetzt Marino mal den Ball bekommen, bringt ihn auf Ockbus. Der Innenverteidiger spielt zu seinem Kollegen, der jetzt auf Rüdlin auf der rechten Seite. Der spielt an der rechten Außenlinie auf Fallmann. Ball geht verloren. Niklas Mai mit einer klugen Passbewegung zu Becker. Becker will klatschen lassen für Russo, aber der verliert die Kugel an Johansson. Ah, jetzt viel klein hier im Mittelfeld. Bräunig kann sich lösen. Bräunig kann mal abziehen aus 30 Metern. Dankbarer Schuss aufs Tor von Voll. Der kann den Ball nach rechts wegklatschen lassen. Und somit kann die Viktoria quasi daraus den nächsten Angriff aufbauen. Jetzt ist es Russo. Oh! Der spielt einen schönen Pass, der eigentlich von Fabian Rüdlin unterwandert wird, aber der Ball geht Rüdlin durch die Füße und wird deswegen nochmal scharf gemacht, aber Masaila kann ihn leider nicht erreichen, bevor er dann auf der Hälfte der rechten Seite in der Hälfte der Freiburger ins Aus geht. Somit eine Sache für Paco Koronkiewicz. Der wirft nach vorne, quasi in den Strafraum. Ball verspringt Becker. Ockbus haut den einfach wieder ins Aus. Und es gibt genau nochmal einen Einwurf quasi von der gleichen Stelle wie gerade eben. Das heißt, Paco Koronkiewicz muss nur wenige Meter laufen, um den nächsten Einwurf zu machen. Täuscht einmal an. Und jetzt passt er nach, wirft er nach hinten zu Schulz. Schulz findet Ben Voll. Der steht vor seinem Kasten, der Unparteiische. Hier in der 37. Spielminute. Und der will einfach mal Mai anspielen, aber der Ball springt über Mai hinweg ins Aus. Es gibt Einwurf. Fallmann macht das schnell. Ball kommt zu Bauer. Mika Bauer. Der fällt gegen Dietz. Ja, da holt er sich den Freistoß an der Mittellinie. Ball wird schnell gemacht von Fabian Rüdlin. Zu schnell, sagt Unparteiischer ganz lowweit. Und somit muss das hier nochmal ausgeführt werden. Halbrechte Position, direkt am Anstoßkreis. Serge Noah Müller bringt den Ball rein. Ball geht über Rüdlin auf die linke Seite. Da ist Johansson. Noch nicht viel gesehen von dem Weltenbummler, zu dem ich gerne was sagen würde, wenn ich mal eine Sekunde Zeit hätte, aber der bringt jetzt den Ball auf Bauer. Bauer hat ein bisschen Platz, bringt den Ball links raus auf Bouebari. Bouebari findet Johansson. Johansson mit der Flanke rein, das ist gut. Aber Dietz, ah, der Turm in der Luft heute. Der spielt direkt mit dem Kopf auf Masaila. Masaila düpiert den ersten, spielt im richtigen Moment den Ball auf Philipp auf der halbrechten Position. Noch 20 Meter bis zum Tor. Der will nochmal ablegen auf Masaila, scheitert dann an Ockbus und bleibt liegen. Somit kann jetzt vielleicht Freiburg den Gegenangriff laufen, aber die wissen gar nicht so richtig, wie man den höheren Gang einschaltet. Deswegen lassen sie die Viktorianer sich wieder formieren. Da wären für beide mehr drin gewesen. Also einmal das Zusammenspiel von Philipp und Masaila war hier nicht perfekt, aber sah gut aus, konnte den Gegner schon unter Druck setzen, aber auch im Gegenzug hätte Freiburg direkt einen Konter setzen können. Wollen sie aber irgendwie nicht so ganz. 39. Minute, stand es weiterhin 1-0 für die Viktoria.
Aber Freiburg weiterhin oft mit dem Ball in den eigenen Abwehrreihen, so wie jetzt gerade Schlussmann Hornung. So sieht's aus. Jetzt Müller am Ball für die Freiburger. Ja, das ist einfach zu kompakt. Viktoria steht zu kompakt. Freiburg spielt hier Standfußball, wenn sie mal den Ball am Fuß haben. Jetzt der weite Schlag. Uninspiriert nach vorne. Lorch kann nach vorne köpfen, Postwetten zurück. André Becker am Ball. Muss den Ball nochmal zurücklegen. 35 Meter vom Tor, zentraler Position. Engelhardt legt raus auf links zu Niklas Mayer. Ja, der muss dann doch wieder zurückgeben. Richtung eigene Hälfte. Und jetzt da der Ballverlust von Russo, wird da schlecht angespielt von Engelhardt. Da kann Freiburg mal kontern mit Johansson. 30 Meter vom Tor, zentraler Position, geht da zu Boden. Oh. Aber fair vom Ball getrennt. Russo ganz stark, wie er sich da nicht abschütteln lässt. Mehreren Freiburger mit dem Ball am Fuß hinterherläuft. Und am Schluss die Grätsche setzt. Gefährlich, aber gut. So hat die Freiburger Abwehrriege jetzt mal wieder den Ball. Müller spielt einen scharfen Ball links raus. Das müsste Rüdlin sein. Lässt klatschen auf Bouebari. Ja, da wird jetzt Marino gesucht. Aber Marino verliert den Ball an Lorch. Der gibt den Ball auf Becker. Der Ball kommt über Umwege auf Engelhardt und er macht einen Seitenwechsel. Links ist jetzt der Ball. Nein, sagt Mai. Rechts soll der Ball sein. Gibt den auf Lorch. Der verspringt den Ball ein bisschen. Es gibt da weiter auf rechts zu Schulz. Schulz sucht am Anstoßkreis Russo. Sehr abgeklärt kommt der Ball wieder zurück auf Mittelinverteidiger Lorch. Links raus auf Dietz, seinen Kollegen in der Innenverteidigung. Der macht einen Doppelpass mit Masaila, ohne Raumgewinn. Ball jetzt auf Engelhardt. Masaila lässt sich stark fallen. Ist jetzt quasi der fünfte Abwehrspieler hier im Moment. Oh, voll. Mit einem Ball einfach nur ein paar Meter vor den Kasten zu Engelhardt. Oh, der traut sich was. Der nimmt mal richtig Anlauf. Läuft hier diagonal auf die rechte Seite. Ja, jetzt sucht er Korunkiewicz. Korunkiewicz sucht Schulz. Auch der läuft richtige Meter. Gibt jetzt auf Dietz. Ball also links. Da hat sich Philipp jetzt ganz stark fallen lassen und macht dann einen Fehlpass. Bräunig kann aber die Chance nicht nutzen. Und vielleicht jetzt im Tohuwabohu kann die Viktoria sich lösen. Russo auf der rechten Seite. Hat mal richtig Platz. Kann jetzt mal eine Idee auspacken. Gibt den Ball weiter rechts auf Paco. Korunkiewicz weiß nicht so richtig, was er mit dem Ball machen soll. Deswegen, nee, hier ist auch wieder das Tempo rausgenommen. Viktoria steht jetzt mit den letzten Feldspielern am Anstoßkreis. Ball geht links raus auf Masaila. Masaila wird nicht angelaufen. Ähnliche Position wie seine Flanke zum 1:0. Sucht jetzt Engelhardt. Engelhardt spielt auf Mai. Mai steht an der 16er-Kante. Ah, wird dann zu spitz. Will dann Doppelpass mit Masaila machen. Aber Masaila spielt den Ball zu pfiffig an die Grundlinie. Da ist Mai nicht schnell genug. Ball wird schon wieder ausgeführt von Hornung. Kurz mit Ogbus. Und jetzt probieren sie den Ball rauszuschlagen, aber sofort ist es wieder ein Kopf der Viktoria, der hier blockiert und den Angriff im Keime erstickt. Oh, und jetzt hat Russo den Braten gerochen, bringt den Ball auf Becker. Ah, schade, dass sie sich da nicht lösen können. Viele Fehlpässe prägen die letzten Minuten der ersten Halbzeit. So ist es jetzt gerade Fallmann auf der rechten Seite, der Verteidiger, der auf Hornung zurückspielt. Der spielt auf Innenverteidiger Müller. Müller läuft ein paar Meter, bevor er Ambros sucht. Ja, gefährliches Spiel hier. Nicht im Sinne von das Knochen brechen können, eher das Bälle verloren gehen können. Es gibt jetzt Einwurf für die Viktoria. Alles ein bisschen konfus gerade, deswegen schwer es euch mitzuteilen. Der Freiburg hier mit vielen Ungenauigkeiten. Deswegen jetzt mal wieder Einwurf für die Viktoria auf der linken Seite, Niklas Mai. Ja, wirft den Ball die Linie entlang Richtung David Philipp. Der wird dicht bedrängt da. Jetzt aber Engelhardt links am Ball in der Freiburger Hälfte. 30 Meter vom Tor. Russo gegen 5. Position. Ja, da geht Russo zu Boden und ja, es gibt den Freistoß. Ja, hat er ganz gut gemacht. Zieht 5 Leute auf sich. Und als der Erste ihn dann ans Bein will, dann lässt er sich geschickt fallen. Kontakt war aber auch da. Somit nochmal ein Freistoß. 44. Spielminute läuft. Und es ist eine Freistoßposition stark links. Ich würde sagen aus, was sind das, 16, 20, 25, 26 Meter. 26 Meter. Masaila steht da mit Philipp. Die beiden bequatschen sich. Sie werden doch nicht etwa eine Variante probieren. Denn so wirklich viele große Männer haben wir zurzeit nicht bei uns. Klar, wir haben Lars Dietz, wir haben Michael Schulz, wir haben André Becker. Also haben wir eigentlich schon ein paar. Naja, also da sind mir natürlich auch andere noch lieb wie Gregor oder Fritz.
So, Philipp bringt den Ball mit Schmackes rein. Ball fliegt an den Fünfer, kann aber direkt weggeköpft werden. So ist es Ambros, der jetzt den Konter einleiten kann. Ball kommt auf die linke Seite zu Bouebari. Oh, der legt sich den Ball weit vor, verspringt ihm dadurch, aber bleibt noch in den Reihen der Freiburger. Fallmann jetzt auf der rechten Seite angespielt. Dringt jetzt in die Hälfte der Viktoria ein, spielt scharf rechts auf Ambros. Ambros, zwei Körpertäuschungen und dann kein Raumgewinn. Ball geht wieder auf die linke Seite, das ist Mika Bauer. Eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, holt hier den Ball von ziemlich weit hinten. Läuft dann 20 Meter, bleibt aber sofort stehen, sobald es ihm einen Gegenspieler schwer macht. Bringt den Ball wieder in die Abwehrreihe der Freiburger. Ball geht jetzt zu Johansson auf der linken Seite. Johansson sucht Rüdlin. Rüdlin kriegt den Ball, spielt wieder zurück auf Johansson. Das alles links außen. Oh, schöner Doppelpass. Johansson jetzt auf dem Weg zur Eckfahne. Holt zumindest mal einen Einwurf raus von 6 Metern vielleicht. Entfernt von der Eckfahne, linke Seite. Ball kommt zu Bauer. Bauer legt zurück auf Rüdlin. Rüdlin legt zurück auf... Oh, das müsste eigentlich Müller gewesen sein. Müller auf Okpus und Okpus wieder auf die linke Seite zu Johansson. Ryan Johansson bringt eine Flanke rein, leuchtköpft diese raus. Ball kann von Becker festgemacht werden. Und jetzt vielleicht mal ein Gegenangriff. Ball wird nämlich zurückgespielt zu Russo. Und der macht einen Diago auf die linke Seite zu Masaila. Masaila Außenriss, Pass zu Becker, kann aber abgefangen werden. Eine Minute Nachspielzeit, hier übersteigt sich meine Stimme. Viktoria Köln im Ballbesitz und weiterhin mit 1:0 in Führung. Ein zweites Tor nachzulegen wäre wichtig. Hier vor der Halbzeit, viel Zeit bleibt nicht mehr. Da schiebt jetzt mal Michael Schulz an. Ja, schiebt doch nicht an, schiebt zurück zu Engelhardt. Ja, wird jetzt hier runtergespielt, die letzten Sekunden. Ben Voll am Ball. Ja, wird es mit dem Weitenschlag nochmal versuchen. Ja, über die Mittellinie Richtung André Becker. Der kann den Ball festmachen, legt den Ball raus zu Engelhardt. Der mit der Idee wollte Niklas May in Szene setzen, der aber nicht losgelaufen war. Deswegen Freiburg im Ballbesitz in deren eigenen Hälfte, aber verstolpert den Ball so mit Einwurf nochmal. Niklas May von der linken Seite. Und jetzt Masaila zieht nach innen, bringt nochmal den Ball auf Engelhardt, aber dann sagt ganz Lowright, nein, diesen Angriff bitte nicht mehr ausführen. 1:0 steht es hier nach 45 Minuten zwischen Viktoria Köln und dem SC Freiburg 2. Ja, also bisher harmlose Gäste. Ja, sehr harmlose Gäste und vor allem Gäste mit vielen Fehlern, viel Platz für unsere Viktoria, die aber nur 1:0 führt. Da ist also noch einiges möglich in der zweiten Halbzeit. Tja, wir haben für euch auch was vorbereitet. Zumindest hatten wir es so geplant. Wir haben einen Halbzeitgast da, und zwar ist das heute Nathalie Sonntag. Sie organisiert das Magazin Barrierefrei Leben. Und da sind wir natürlich als Blindenradio ein guter Gesprächspartner. Allerdings kann ich sie jetzt noch nicht sehen, aber ich kann mal sagen, was wir sonst so gemacht haben. Denn der Dezember ist natürlich aufgrund von Weihnachten ja immer so ein Event, wo man sehr viel Charity auspacken kann. Und somit waren wir auf sehr vielen Events und haben das gemacht. Zum Beispiel waren wir am 3.12. Bei der Goldtafel. Das ist eine Sache, die von der Karnevalsgesellschaft Goldmarie eingefädelt wird, wo man Lebensmittel verpackt. Und egal, welche Position wir dort hatten, haben wir es uns nicht nehmen lassen, dort Lebensmittel zu verpacken, auch mit ein paar Profis, also Mustafa, Gregor, De Meester und Kubata waren am Start und haben einige von den Paketen geschnürt. Dann waren wir am 3.12. auch auf Viktors Adventscup. Der FC Pesch war da, die Südstadt war da, Taxofit, also die JFS war auch mit am Start, um sich mit unseren Jugendlichen zu messen und zugunsten der Kinderkrebshilfe zu kicken. Denn alle Spenden, die eingenommen wurden, wurden dort gespendet an die Kinderkrebshilfe, will ich sagen. Boah, was für ein Satz. Man kann auch immer noch spenden. Also falls ihr das jetzt verpasst habt und euch fragt, oh nein, weil ich hätte gerne auch was gespendet zur Weihnachtszeit an die Kinderkrebshilfe, dann geht auf unsere Website viktoria1904.de und dort findet ihr alles Weitere zum Spenden. Dann waren wir am 6. noch im Kinderkrankenhaus Porz mit Voll, Philipp und Engelhardt, die auf drei Stationen kleine Geschenke verteilt haben für die Kinder. Und zudem haben wir von den Alexianern selbstgemachte Plätzchen an das Personal gepackt. Verschenken, will ich damit gesagt haben. Und dann waren wir gestern noch im Waldbad Dünnwald, ne, und haben auch dort Plätzchen verkauft zum Erhalt des Waldbades. Denn wir sind ja auf der Schelsig hellauf begeistert über jedes andere traditionelle Ding, was hier
auch am Start ist. Von daher unterstützen wir gerne das Waldbad Dünnwald. So, und jetzt ist auch unser Gast da. Hallo Nathalie. Hi, hallo. Gut, dass das so spontan geklappt hat. Ich glaube, es ist für dich wahrscheinlich nicht das erste Blindenradio, was du kennenlernst, oder? Doch, das allererste. Oh, wirklich? Ja, ja, deswegen ist es so spannend. Das ist ein neuer Bereich für uns. Wir sind quasi erst 2018 an die Thematik überhaupt des barrierefreien Erlebens drangegangen. Wir kommen aus dem Tourismus und haben mit unseren Tourismusinformationen, Städten, Partnern quasi den Themenbereich, den es ja schon sehr lange gibt, aber quasi so entdeckt und gesagt, dass wir eigentlich die gezielt ansprechen müssen mit den Angeboten, was halt möglich ist mit denen und der Prämisse quasi. Also das ist ja quasi einmal der Bereich, was kann ich erleben in der Mobilität? Das ist ja immer so gut sichtbar für alle zu erkennen, ne? Deswegen ist das so der Bereich, den jeder sieht, aber wir wollen halt quasi Erlebnisse, Urlaub, aber auch Ausflüge wie ein Stadion quasi so für alle erlebbar machen und aber auch zeigen halt, was möglich ist. Ja, ich glaube, da schlagen unsere Herzen quasi im Takt. Das ist ja auch so das Ding, was wir hier beim Fußballradio Schelsig unterbringen. Was ist sonst so bei euch im Angebot? Also genau, also wir sind ja quasi eigentlich, ich sage mal, wir sind so ein Verbreiter. Ja. Also ne, wir sind quasi das Medium, wir sind ein Online-Portal quasi barrierefrei erleben. Und quasi sammeln da die Informationen von unseren Partnern und wollen die quasi für alle gut und leicht verständlich, und wir versuchen alles in leichter Sprache zu machen, gerade so was Kognitivität angeht, haben aber auch alles quasi ordentlich mit barrierefreien PDFs und dass alle möglichen Reader darauf auch angesetzt werden können, dass man das halt problemlos sich die Informationen zuführen kann. Weil wir haben halt auch gemerkt, ne, dass die Bedürfnisse und Einschränkungen bei jedem so unterschiedlich sind. Ja. Und das ist halt auch so ein Aspekt, wo wir sagen, okay, wir wollen es eigentlich nur möglichst barrierefrei auch zeigen, darstellen, dass dann halt sich jeder so seine Informationen zusammensuchen kann. Und Angebote halt gerade jetzt in dem Bereich, was hier gut passen würde, sind halt auch so Audioführungen von Städten. Das haben wir ganz viel mit Bayern. Ne, Bayern ist natürlich ein cooles Bundesland, was jemand, aber wir arbeiten auch mit NRW-Tourismus zusammen. Düsseldorf, Verbotene Stadt, hatte auch ein paar coole Audioprogramme. So, ne, das ist halt alles erlebbar zu machen. Ach, schön. Und wenn du so, was ist so dein Lieblingsprojekt, an was du da denkst? Also gerade, was wir natürlich, was jetzt in der Weihnachtszeit, wir haben quasi einen barrierefreien Weihnachtsmarkt besucht. Oh, wirklich? Ja, das ist ja auch so eine Thematik, dass man nicht auf dem Schirm hat, weil es ja alles so eng und so voll ist. Wir kennen das hier in Köln, ist ja eigentlich gar kein Weihnachtsmarkt für jeden entspannt besuchbar, ne? Sei es jetzt mit Kinderwagen, ist ja alleine schon der Horror, darüber zu gehen. Ja. Und deswegen so, ne, alles ein bisschen weitläufiger. Die Hütten sind tiefer zugänglich von der Theke, aber auch alles platzspannend, aber auch mit, ne, dass man Leute an die Hand nimmt. Das gibt viel mehr so. Das war jetzt gerade so in der Weihnachtszeit ein cooles Projekt, wo wir uns mit beschäftigt haben. Und ja, jetzt sind wir beim Fußball noch kurz vor Weihnachten. Bist du das erste Mal im Sportpark Hellberg? Nee. Ah. Wir sind quasi, ich selbst auch in der Schelsig aus Mülheim, deswegen rübergekommen. Wir sind oft im Sommer hier, jetzt Winter, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm kalt. Deswegen, nee, schön haben wir es hier. Ja, auf jeden Fall. Hast du auch schon von unserer Inklusionsmannschaft gehört? Ja, aber gib mir gerne noch ein paar Infos. Also ich habe ein Foto auf jeden Fall. Also ich habe einen kleinen Bericht schon mal dazu geschrieben, weil wir natürlich, wir sitzen mit unserer Agentur im Deutz-Kalker Bad neben dem Odysseum. Deswegen sind wir natürlich hier verbunden mit der Schelsig. Und deswegen, ja, die Inklusionsmannschaft habe ich auch drüber berichtet. Okay, ich kann dir gar nichts mehr erzählen. Ne? Ich so, wo habe ich die Schleife genommen? Ja, aber ein Megaprojekt. Bei der Saisoneröffnung waren wir im September und da wurde die ja auch vorgestellt. Ja, genau. Und da ist es ja oftmals bei der Viktoria, ne? Wir sind ja eigentlich so ein kleiner Verein, aber wenn man sich schon überlegt, was wir auch mittlerweile alles für Mannschaften haben, die unter dem großen roten V spielen, finde ich einfach toll. Ne? Also diese Saison haben wir auch die Frauen dazu bekommen. Aber ich finde auch eine Inklusionsmannschaft U17 und Ü17, finde ich, ist super stark und hat sich auch sehr schnell etabliert bei uns. Das ist auch so eine Sache, wo ich immer dachte so, wow, ist das jetzt nicht vielleicht eine Sache zu viel? Können wir da wirklich auch die Erwartungen erfüllen? Aber es zeigt sich, nee, wenn du nur genug Leute findest wie dich und mich, die halt motiviert sind, noch so die extra Schippe draufzulegen, dann funktioniert es schon.
Ja, also ich finde halt auch gerade halt bei der Zielgruppe ist es so cool, wenn du Sachen anbietest, wie schön das angenommen wird. Ne? Also auch gerade Tourismus ist ja ein Thema, was bei vielen eigentlich auch so ein übersättigtes Thema ist. Jeder weiß, wo er gerne hinfährt, was er macht und alle sagen eigentlich nur so, oh, ich möchte eigentlich dahin, wo ich es auch möglichst günstig, schnell und alles haben kann. Aber in dem Bereich, bei Barrierefreileben, ist es halt so, dass die Informationen und das Wissen halt so gierig angenommen wird, weil halt da so viel Planungsvorlauf auch ist. Ja. Ne? Das ist ja beim Stadionbesuch dasselbe. Es ist ja quasi einfach so 2-3 Schritte mehr. Und aber wenn man die richtig macht und das Angebot da ist und man das ordentlich kommuniziert, ist halt so viel möglich. Stark. Super stark. Also sag nochmal, wenn ich jetzt meinen Urlaub planen würde mit zum Beispiel meiner großen Mutter, die im Rollstuhl sitzt, wie lautet die Website? Also das ist www.barrierefreierleben.de. Alles klar. Quasi in einem. Und wie gesagt, genau, da kann man sich alles angucken. Das sind immer nur quasi kurze Informationen. Und dann arbeiten wir quasi direkt mit den Tourismusinformationen Landesverbänden zusammen. Und dann gibt es nochmal quasi das Detailliert. Sagen wir mal, wir sind der erste Step quasi, dass man einfach mal guckt, was alles möglich ist. Alles klar. So, dann letzte und natürlich entscheidende Frage. Was glaubst du, wie geht das Spiel heute aus? Auf jeden Fall ein Sieg für die Viktoria. Ich finde, noch ein Tor könnten wir auf jeden Fall noch machen. Ich habe immer Angst, dass jetzt erst quasi Freiburg das Tor macht und wir dann das 2-1 machen müssen. Aber ich finde eigentlich ein 2-0 ganz gut. Sehr entspannt, sehr entspannt. Deswegen. Alles klar. Nathalie, ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, für das coole Interview. Na klar. Und Viktoria, Schelsig. Alles klar. Ciao, ciao. Danke. So. Das war Nathalie Sonntag von Barrierefrei Leben. Und falls ihr auch Interesse habt, ne, habt ihr alle schon mitgeschrieben, barrierefreileben.de für euren nächsten Urlaub. Wenn ihr mit jemandem planen müsst, der sehbehindert ist, der gehbehindert ist, der irgendeine andere Art von Spezifikation hat, nur weil man die hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht mit von der Partie sein kann, wenn es darum geht, Urlaub zu machen. Und weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben, habe ich euch was zu erzählen. Und zwar saß ich heute ziemlich lang in der Deutschen Bahn, weil die mal wieder nicht hingekommen hat, in NRW einen halbwegs ordentlichen Verkehr aufzuziehen an einem Sonntag. Und während ich da zum Beispiel auch mit einem unserer Fotografen, die heute hier unten am Bildermachen sind, stand und mir überlegt habe, wie geht's denn euch allen so, habe ich mir auch gedacht, wie geht's denn eigentlich unseren ehemaligen Spielern so. Und da habe ich mir, weil, wie gesagt, wir da eine Stunde auf dem Gleis standen, habe ich mir mal eine kleine Liste gemacht mit Spielern, die uns die in den letzten Jahren verlassen haben und was die eigentlich heutzutage alles so machen. Da können wir mal anfangen, mein Ben Hompesch. Ne, macht ihr mal eine Strichliste zu Hause für Spieler, die ihr schon vergessen hattet. Ben Hompesch, Jungspund von uns, ist mittlerweile beim Bonner SC untergekommen, kriegt da immer so ein paar Einsatzminuten. Beste Grüße gehen an ihn raus. Und ein Tor hat er auch schon gemacht im Pokal gegen Eilenburg. Dann muss man gar nicht so weit gucken, aber eine Liga höher gucken, um den nächsten Spieler zu sehen, von dem ich gerne kurz berichte. Und das ist Benny Hemke. Der kriegt nämlich ordentlich Einsatzzeit bei der SSVG Velbert. Ich glaube, die sind Tabellenletzter leider. Aber was soll's. Hauptsache, der Jungspund kann ein paar Minuten Einsatzzeit sammeln. Er ist ja noch ziemlich jung mit seinen 20 Jahren. Ansonsten fehlt ihm vielleicht auch einfach nur der Ansprechpartner, weil sonst hat man es für ehemalige Viktoria-Spieler in der Regionalliga West so, dass sie immer in Zweierlinien auftauchen. So hat man den ehemaligen Spieler Sven Kreier von der Viktoria, der mittlerweile bei Rot-Weiß Oberhausen Kapitän ist. Der spielt mit Fabi Holthaus zusammen, den ja auch noch der ein oder andere Viktorianer kennen sollte. André Weiß spielt mittlerweile in der Südstadt auch als Kapitän, zusammen mit Dominik Lanius, der für einen Innenverteidiger sehr torgefährlich ist. Bereits 4 Tore hat er gemacht für den Verein, den man hier nicht nennt im Radio. Und das dritte Paar besteht aus Ilan Altuntasch, den ich ja noch aus U19-Zeiten bei uns kenne, von dem ich viel halte. Und im Tor beim Wuppertaler SV spielt Sebastian Patzler. Ob die noch lange ein Paar sind, kann ich nicht sagen, weil Patzler ist zurzeit suspendiert. Und wenn man sich den Triple-Pack anguckt, den da Alemannia Aachen bei ihm geschossen hat, dann kann man auch manchmal die Frage gelten lassen. Naja, ich wünsche ihm einfach das Beste, sage ich so kurz und knapp. Wer sich im Übrigen auch von seinem Arbeitgeber getrennt hat, sind die Spieler Kevin Holzweiler, René Klingenburg, Daniel Mesenhöhler, Lukas Stellwagen und Hamza Sagiri. Also die Jungs sind zurzeit oft zu haben, falls ihr gerade einen Drittligist hinhört, der oder ein gut bezahlender Regionalligist, der da noch Interesse hätte, einen Spieler mit Erfahrung zu unter Vertrag zu stellen. Wobei man auch sagen muss, dass es hierbei wahrscheinlich nicht auf die Qualität ankommt, warum diese Jungs gerade keinen Verein haben, sondern eher, weil es vielleicht das richtige Angebot
nicht gibt. Über das richtige Angebot, welches er gut angenommen hat, kann auf jeden Fall Kaden Amanyampong lachen. Der ist zurzeit bei Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest und ist da zum absoluten Stammspieler avanciert. Für einen 19-Jährigen eine echte Bank. Dann haben wir Maxi Rossmann. Der ist mittlerweile Kapitän bei den Kickers Offenbach, leider zurzeit verletzt. Ähnlich geht es Mart Risch, der spielt beim Homburger FC, ist dort leider auch gerade verletzt, obwohl er auch Kapitän ist. Also da ist vielleicht ein bisschen der Fluch am Gehen. Aber wo wir gerade bei Verletzungen sind, in der Regionalliga Nord, ja, da haben wir Höcki, wer den noch kennt, Alexander Höck. Der hat leider einen Kreuzbandriss erlitten, gerade als er beim SV Werder Bremen 2 zum Stammspieler avancierte. Und auch Mielitz, der beim VfB Oldenburg zwischen den Pfosten steht, ist weiterhin raus nach einer Knie-OP. Der einzige ehemalige Viktoria-Spieler, der zurzeit in der Regionalliga Nord spielt, ist Marcel Gottschling, falls einer von denen noch kennt. Der spielt bei Jedelo 2. Ist eine harte Saison, aber in der Regionalliga Nordost, da sieht es schon um einiges besser aus. Da haben wir zum einen Timmy Thiele, der mittlerweile für den FC Energie Cottbus kickt. Und der ist dann auch mittendrin im Aufstiegsrennen, hat auch einige Tore dafür gemacht. 6 Tore hat er bisher geschossen. Hat sich jetzt allerdings kürzlich einer Knie-OP unterzogen. Ich hoffe, das ist was man schnell auskurieren kann, sodass er in der Rückrunde nochmal richtig angreift. Denn die Regionalliga Nordost, das ist sehr eng und da ist die Messe noch ja nicht gelesen. Da könnten sie den Greifswalder FC noch locker überholen. Und dann sieht man Timmy Thiele vielleicht noch auf seine alten Tage zurück in der dritten Liga. Der andere, den man kennt als Viktoria-Fan, ist Michael Seaton in der Regionalliga Nordost. Denn der spielt bei Rot-Weiß Erfurt, hat bereits 8 Tore erzielt. Ich glaube, 3 Vorlagen auch noch. Zuletzt ganz krass mit einem Fallrückzieher. Das ging sehr viral, hat ein gutes Tor gemacht. Und somit ist er quasi die Lebensversicherung von Rot-Weiß Erfurt. Dummerweise trifft er nicht jedes Spiel und somit vergehen langsam die Aufstiegsträume der RWE aus dem Osten. Aber Seeds träumt weiterhin von England. Zumindest hat er das vor 4 Jahren oder 3 Jahren im Interview mit mir gesagt. Und andere haben sich bereits den Traum erfüllt, ins Ausland zu gehen. So haben wir Sead Hajrovic. Wer kennt den noch? Der spielt ja mittlerweile bei Xamax Neuchâtel in der zweiten Schweizer Liga, gehört da zum Stammkader. Und vielleicht steigt er ja auf und dann würde er Nikolai Möller wiedersehen. Wer den noch auf dem Schirm hat, der kam ja als Leihgabe von Arsenal U23 und ist mit St. Gallen zurzeit Tabellenzweiter, kriegt da immer so ein paar Minuten pro Spiel. So, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen und da fehlen ja natürlich auch noch ein paar, ne? Kai Klefisch, der zuletzt eine Hütte gemacht hat gegen Hansa Rostock und mittlerweile 1 Million Marktwert hat. Oder Richmond Taichi, der gegen den ersten FC Köln eine Hütte gemacht hat im Pokal. Oder auch Sontheimer. Oder meine Überraschung des heutigen Tages auf jeden Fall Federico Palacios, der litauischer Meister geworden ist und damit auch in der Europa League Quali oder Conference League Quali angreifen kann. Also da gibt es echt einige interessante Sachen, aber ich sehe schon, da gibt es, oh, nur unsere Mannschaft ist bisher auf den Platz gekommen. Na, dann erzähle ich noch ein paar. Mal sehen, wen ihr noch so alles kennt. Es gibt nämlich noch ein paar andere Leute, die es ins Ausland verschlagen hat, wie zum Beispiel Bernhard Kehre. Ja, den gibt es auch noch. Der spielt zusammen bei Viktoria, nur nicht Köln, sondern Rohsport, in der ersten luxemburgischen Liga zusammen mit Ernesto Caratala Jiménez. Und die beiden sind da relativ erfolgreich unterwegs. Aber wie gesagt, um einiges erfolgreicher ist es mit Federico Palacios, der mit FK Panevėžys litauischer Meister geworden ist und auch in der Conference League Playoff-Spiele gemacht hat, ich hatte es gesagt. Und wer wieder da ist aus dem Ausland, ist Enes Tubluk. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der hatte 1-2 Spiele eher im Mittelrhein-Pokal für die Viktoria gemacht, kam damals fresh aus der Jugend von Hoffenheim und war danach in ein paar türkischen Ligen unterwegs, ist mittlerweile zurückgekehrt in der Oberliga Baden-Württemberg beim FC Nöttingen. Und damit hat der Patrick Sontheimer was voraus, denn der war noch gar nicht im Ausland unterwegs. Dafür kann der echt was erzählen, denn er hat mitgeholfen, tatkräftig mit seinem Tor, den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal zu kicken. Kickt ja mittlerweile für den Konkurrenten ersten FC Saarbrücken, aber ihm geht's da, glaube ich, relativ gut und wir drücken ihm natürlich weiterhin alles Gute, wünschen ihm alles Gute und drücken ihm die Daumen. Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch Richmond Taichi, habe ich gesagt, der hat im Pokal getroffen. Er geht gerade in den Abstiegskampf mit dem ersten FC Kaiserslautern, aber das kann sich ja auch nochmal wieder drehen. Und ansonsten, wer da auch im Abstiegskampf steht, ist Eintracht Braunschweig und bei denen spielt ja mittlerweile Youssef Amin. So, ich glaube, ich habe sie alle schnell mal durchgerattert. So, zumindest die Jungs, die mir aufgefallen sind.
Und ja, wenn ich einen vergessen haben sollte, dann schreibt uns einfach. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Website. Und ich sehe, jetzt wird ein neuer Spieler kommen. Was glaubst du, Henrik? Wer wird sein? Ja, es wird Sunaja sein. Der wird für die Viktoria kommen. Steht schon bereit, aber auch Freiburg wechselt. Und zwar soll mehr Torgefahr erzeugt werden. Und zwar kommt Hamadi Al-Ghadioui. Oh, wirklich? Ja. Also die Erfahrung wird gesucht. Und die Nummer 30, unsere Viktoria geht raus. Luka Masaila, das wundert mich ehrlich gesagt. Hab da jetzt keine Verletzung erkennen können. Und wen Al-Ghadioui ersetzt, müssen wir noch rausfinden. Ich weiß nicht, wurde das angezeigt? Hab ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Naja, Spiel geht weiter. Viktoria mit dem Anstoß, Lorch kickt den Ball nach vorne. Jetzt hat Philipp am Ball in der Freiburger Hälfte auf rechts. Holt er direkt mal zu Beginn einen Einwurf raus. Viktoria führt hier mit 1:0 gegen SC Freiburg. Hoffentlich geht es so weiter. Jetzt der Einwurf. Paco Richtung André Becker, der jetzt schon am rechten Strafraum Eck gibt. Den Ball noch auf die rechte Seite zum neuen Mann, zu Sunaja, der jetzt mit dem Ball Richtung André Becker. Aber Freiburg kann den Ball klären, aber auch nicht so ganz, weil Niklas May den Ball zurückerobern kann. Viktoria kann den Ball in den eigenen Reihen halten. Al-Ghadioui im Sturmzentrum jetzt für die Freiburger aktiv. Ja, Ghadioui scheint Bräunig ersetzt zu haben. Der gebürtige Würzburger und ehemalige U19-Nationalspieler macht somit Platz für den Deutsch-Marokkaner, der gebürtiger Bonner ist. Also der kommt aus einem Ort gar nicht so weit weg von hier. Kommt jede Menge Erfahrung, der 33-Jährige. 76 Zweitligaspiele für Jahn Regensburg, VfB Stuttgart und den SV Sandhausen und auch 16 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart. Also da ist jemand am Start, der sich auskennt im Profisport. Zieht auch gleich erstmal hier einen Foul, beschwert sich dann auch noch ein bisschen. Freistoß wird schnell ausgeführt. Zuhel Najjar wird gesucht, aber Rüdlin hat die Finte gerochen und kann den Ball in die eigene Abwehr reinbringen. Oh, Fehlpass. Najjar erkämpft sich den Ball an der rechten Eckfahne. Bringt den Ball auf Korunkiewicz, der zurück auf Najjar. Der sucht Philipp. Philipp steckt durch zu Najjar. Der ist an der Grundlinie, lässt einen aussteigen. Und Hat er die Ecke rausgeholt? Ja, ja, er hat die Ecke rausgeholt sehr, sehr und holt stark die Ecke raus. Stark gespielt auf der rechten Seite. Ja. Erste Ecke der zweiten Hälfte. Engelhardt macht sich da bereit auf der rechten Seite. Und David Philipp ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Wer wird die Ecke machen? Schien ab zu zweit. Könnte auch eine kurze Variante geben. Jetzt steht erstmal David Philipp mit links. Könnte den Ball zum Tor hinziehen. Aber er könnte auch Engelhardt einsetzen, der da kurz bereit steht. Ecke wird jetzt ausgeführt. Der Ball in den Strafraum von Philipp zu ungefährlich. Kann rausgeköpft werden. Trotzdem die Viktoria weiterhin im Ballbesitz. Hier halbrechte Position, 30 Meter vorm Tor. Paco zu Engelhardt, der mit der Flanke Richtung. Elferpunkt und dann am Fünfer Lorch. Ich kann den Ball aber nicht schießen. Ziemliches Tumult da. Oh. Schuss von David Philipp abgeblockt. Immer noch Viktoria im Ballbesitz. Rechte Strafraum-Eck. Paco mit der Flanke Richtung Elfer und der Ball wird verlängert, kommt nicht an, Russo aus dem Hinterhalt, schießt ein Freiburger an, was ist denn hier los? Der Ball jetzt aber schlussendlich in den eigenen Reihen bei der Viktoria, Freiburg konnte sich befreien. Ball geht zurück zu Ben Voll, der haut den Ball direkt wieder nach vorne, Engelhardt verspringt der Ball, sie können jetzt kontern. Johansson bringt den Ball links raus. Oh, das ist Marino, der lässt einen stehen, gibt zu Ambros, Ambros legt ab auf Al-Ghadioui. Aber sein Schuss zu ungefährlich. Zentral vom 16er Kante schließt er ab. Aber Ben Voll kann diesen Flachschuss locker stoppen und begräbt den Ball unter sich. Hat jetzt noch nicht abgeworfen, nicht abgeschossen. Jetzt macht er den langen und weiten Schuss. Philipp wird gesucht. Aber erstmal Serge Müller bringt den Ball zu Ambros. Der bringt den Ball zu, auf die rechte Seite zu Fallmann. Fallmann auf Marino. Ball geht jetzt wieder zentral. Links rausgespielt, da ist Bouebari. Das macht er geschickt. Nein, doch nicht. Verliert den Ball an Russo. Aber die Viktoria kann den schnellen Konter nicht ausführen, verliert den Ball wieder. Das ist Johansson. Jetzt ein bisschen zentraler, nicht mehr so auf der linken Seite. Spielt zurück auf Müller, ganz links, der Innenverteidiger.
Der sucht jetzt den mitgelaufenen Bauer. Bauer spielt links raus zu Johansson. Johansson düpiert den Ball, kommt auf Bouebari. Bouebari an der Grundlinie, flankt rein aus dem Rückraum. Da müsste Ambros schießen. Ambros zieht ab, aber Dietz. Dietz kann die Kugel entschärfen. Macht er klug, wie er noch am zweiten vorbeigeht. Jetzt gibt's den Freistoß. Und jetzt gibt es den Freistoß. Ja, Dietz war dabei auch gezogen worden und alles. Das ist alles fair, alles okay. Somit gibt es Freistoß. Ah, okay, man sieht Hamadi Al-Gadoui hat auf jeden Fall mit dem Unparteiischen ein Problem. Winkt jetzt ab und der Unparteiische sagt, da kann ich auch anders abwinken und zeigt ihm den gelben Karton. Also, nach 50 Spielminuten zeigt sich, es ist egal, wie viel Erfahrung du hast. Manchmal bist du einfach temperamentvoll. 50. Minute gelbe Karte für Gadoui. Und er hätte gar nicht auf sich zu beschweren. Könnte gleich noch gelb-rot sehen, wenn er so weitermacht. Ich verstehe auch gar nicht, er hat gar nichts mit dem Foul zu tun gehabt. Naja, auf jeden Fall, Remias Lorch wird den Freistoß jetzt ausführen. Spielt kurz nach hinten zu Lars Dietz, der weiter zu Niklas Mayl. Ja, Viktoria muss jetzt abdrehen, weil die Freiburger da gut pressen. Ball nach vorne. Und es gibt einen Einwurf für Freiburg. Ja, wahrscheinlich für der Mittellinie, von der Mittellinie. Von der rechten Seite. Der Einwurf noch nicht ausgeführt. Aber doch jetzt in diesem Moment. Ball auf der rechten Seite der Viktoria. Bauer am Ball. Ja, den Ball nochmal zurück. Alle Viktorianer hinterm Ball. Freiburg in der Kölner Hälfte. Jetzt auf der linken Seite mit Johansson. Der dribbelt da Richtung linkes Strafraumeck, zieht nach innen, dreht dann aber wieder ab, 30 Meter vom Tor in zentraler Position. Will da durchstecken zu dem neuen Mann, aber gut abgefangen von unserer Viktoria. Die könnten jetzt kontern mit Engelhardt, der legt den Ball aber nochmal zurück zu Lars Dietz. Und der spielt links raus auf Mai, der lässt klatschen, damit Najar angespielt werden kann. Ja, aber der will wieder mit Hacke und Spitze. Oh! Okay, das war jetzt ein bisschen interessant. Also auf jeden Fall, Bouebari kriegt den Ball nicht direkt weg. Ogbus war es. Aber es gibt einen Einwurf. Mittlerweile der Ball in der Hälfte der Viktoria auf der linken Seite. Wird er vorangetrieben von Bauer. Bauer will Johansson einsetzen. Aber Ryan Johansson wird weggegrätscht von Paco Koronkiewicz. Es gibt einen Einwurf, 15 Meter Entfernung, linke Seite. Eine Sache für Franchi Bouebari. Der 20-jährige Kongolese, halb Kongolese, halb Franzose aus Straßburg. Mit einem Einwurf, der direkt von der Viktoria aufgenommen werden kann. Die schlägt den Ball nach vorne und Becker, der hat heute ein ganz starkes Spiel, kann den Ball gewinnen. Der Ball geht danach ins Außen. Es gibt überraschenderweise Einwurf für Freiburg. Bouebari wirft den Ball zu Bauer. Nee, zu Marino, Entschuldigung, die beiden sehen sich ähnlich. Ball kommt jetzt hoch rein zur Viktoria. Abwehr. Da. Ja, das gibt den nächsten Karton. Paco verletzt haben. Ja, als Paco den Ball rausschlagen will, hält Ryan Johansson hoch das Bein dazwischen. Kriegt die gelbe Karte. Sofort in der 53. Spielminute der nächste Karton für die Freiburger. Ja, jetzt müssen auch das medizinische Personal, muss es aufs Feld. Ja, sieht so aus. Liegt nämlich immer noch am Boden, Paco. Na, steht er jetzt doch von alleine wieder auf. Ja, hoffen wir mal aufs Beste. Ich will nicht noch einen verletzten Abwehrspieler, sag ich dir ganz ehrlich. Gut, ihm da auf den Fuß gestiegen, ja. Hummel da noch ein bisschen. Aber es geht weiter für den Abwehrmann. Und jetzt der Freistoß ausgeführt von Ben Voll. Ja, Ball freigegeben. Nur Ben Voll will einfach noch nicht schießen. Jetzt macht das aber. In die Freiburger Hälfte. Das André Becker kann den Ball weiterleiten Richtung David Philipp, aber kann den Ball nicht erreichen. Freiburg schlägt den Ball nach vorne. Jetzt ziemliches Tummel da. Ja. Auf Höhe der Mittellinie. Trotzdem kann Remias Lorch den Ball zu Ben Voll zurückschmieren. Der wird da richtig aggressiv angegangen von Mika Bauer. Ja. Und aber Ben Voll kann den Ball über die Mittellinie schlagen. Ja, viele Ungenauigkeiten jetzt auf beiden Seiten, schlussendlich Einwurf für Freiburg. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Viktoria lässt sich so ein bisschen fallen und denkt sich so, naja, die Freiburger, die spielen ja auch nicht alles konsequent zu Ende, dann müssen wir es jetzt auch nicht konsequent zu Ende spielen, aber die vermeintliche Führung ist eine sehr knappe. 1:0 führt die Viktoria hier, 55. Minute an dem Sonntagabend, wir haben es 9:15 hier im Sportpark Höhenberg und die nächste Angriffswelle rollt über Johansson. Auch von der linken Seite. Jetzt zieht er nach innen.
kann nicht gestoppt werden, bringt den Ball auf Bauer. Bauer spielt nochmal links raus zu Franchi Boubary, dem verspringt der Ball ein bisschen. Da kommt an der Eckfahne, an der linken Eckfahne nochmal ran. Oh, er darf sogar reinspielen, findet wieder Mika Bauer. Bauer verliert den Ball. Und jetzt Russo schlägt ihn raus, aber sofort bringen die Freiburger den Ball wieder nach vorne. Bauer auf der linken Seite, spielt zu Marino. Marino probiert einen Diagonalballwechsel zu Fallmann, der hat viel zu viel Platz auf der rechten Seite. Aber seine halbe Schuss, halbe Flanke geht ins Tor aus und somit gibt es Abschlag für Ben Voll. Mittlerweile rennt eigentlich gar niemand mehr zurück, die bleiben alle direkt vorne. Auch Victoria macht anscheinend direkt klar, ja, wir wollen das kurz hinten rausspielen. Dietz und Schulz haben sich schon an den jeweiligen Ecken des Fünfers positioniert, Voll. Das wirkt alles schon fast wie so eine Tanzchoreo, kurz bevor es losgeht. Alle warten nur darauf, jetzt geht's ab. Geht über die linke, geht über die rechte Seite zu Paco Konkiewicz, Ball wird zurückgegeben an die Grundlinie zu Schulz, geht zurück zu Ben Voll, der schlägt jetzt den Ball raus. Und nee, Rüdlin hält seinen Ball rein, bevor Becker den erreichen kann, sein Bein rein. Ball ist deswegen auf der linken Seite bei Boubary. Jetzt auf Johansson, ein erneuter Hackentrick, das ist glaube ich der sechste dieses Spiels. Ball geht an Mika Bauer, der bringt den Ball nochmal rein vor der Grundlinie. Ja, aber wird direkt rausgeboxt. Es gibt Einwurf, 5 Meter von der linken Eckfahne entfernt. Ball bereits eingeworfen, Ball bei Johansson, wird nicht angegriffen. Marino kriegt den Ball von der Grundlinie nochmal reingeboxt und somit wird der Ball jetzt wieder rausgeschlagen. Querschläger von Engelhardt. Ja, Freiburg jetzt hier mutiger, holen jetzt den erneuten Einwurf raus hier. Von der linken Seite nahe der Eckfahne etwa, ja, 10 Meter entfernt. Der Einwurf von der linken Seite, da ist Rüdlin am Ball, linken Strafraum, Eck liegt nochmal ins Zentrum. Ja, aber die Victoria kann jetzt kontern mit Sunajar, der treibt das Leder nach vorne über die Mittellinie, 30 Meter vom Tor, zentraler Position, legt den Ball links raus und an den Becker, aber der Ball war viel zu ungenau. Die ganze Freiburger Hintermannschaft ist jetzt schon wieder da und ja, das ist alles ein bisschen verpufft, trotzdem die Victoria noch im Ballbesitz mit Engelhardt. Und er gibt den Ball dann wieder zurück in die eigenen Reihen. Also so kann man sich auch wirklich einen eigenen Konter selbst zunichte machen. Total. Auf der linken Seite ist es Najjar. Der sieht, dass Mai startet. Bedient links Najjar. Bedient den links. Der spielt zurück auf Najjar. An der 16er Kante steht er auch links. Ah, jetzt spielen sie den Ball lieber wieder in die eigene Abwehrreihe. Dietz noch in der Hälfte. Der Freiburger spielt wieder die linke Bahn runter. Da findet er Najjar. Najjar spielt auf Engelhardt. Engelhardt nimmt sich ein Herz, läuft einfach mal ein bisschen in der Mitte, spielt super in den Strafraum zu Philipp und 2-0. Aus spitzem Winkel zieht er ab am Fünfer. Das war ein eiskalter Schuss, aber auch von Engelhardt. Boah, mal ein bisschen was gegönnt. Was ein Pass, was ja. Ein Pass. Engelhardt rennt so, ich würde sagen 40 Meter vorm Tor der Freiburger. So ein bisschen schräg rechts, bisschen schräg links. Und spielt dann einen scharfen Pass direkt dem David Philipp in die Füße. Der startet bereits an der 16er Kante, kriegt den Ball am Fünfer, spitzer Winkel und er düpiert Sebastian Hornung, den Schlussmann des SC Freiburg 2, zum 2-0 hier in der 58. Spielminute. Ja, das war wirklich klasse gespielt, eiskalt vollstreckt von David Philipp genau in diese Drangphase der Freiburger hinein, die jetzt aber ja noch keine große Torschance kreieren konnten, aber nicht mehr nach vorne gewagt hatten und jetzt hier mit 2-0 hinten liegen, was wir natürlich gut finden. Freiburg muss jetzt mehr kommen denn je. Erstmal der weite Schlag jetzt in die Viktoria-Hälfte. Ja, das Paco mit einem starken Ball zu Sunajar, der auf der linken Seite jetzt etwas Platz hätte, aber dann doch nur mal abdreht und den Ball zu Mai gibt, der im Zusammenspiel mit Najjar, der dribbelt jetzt durch die eigene Hälfte und versucht den Seitenwechsel zu Paco auf die rechte Seite. Immer noch in der eigenen Hälfte der Ball. Ja, und der Ball wird jetzt wohl zu Ben Voll gehen. Ja, wird er auch. Johansson läuft an, ist aber noch zu weit entfernt. So, dass Ben Voll in Ruhe zu Dietz spielen kann, in den Ball Richtung André Becker schlägt. Der verlängert den Ball, aber da ist Freiburg aufmerksam. Aber können den Ball nur ins Ausklären. Einwurf für die Victoria, für der Mittellinie von der linken Seite nach etwa 60 gespielten Minuten. 59. bricht jetzt an. Hendrik, bitte. Hör mal. Keiner hätte es erfahren. Ja, ja, alles gut, alles gut. 59. Spielminute. Jetzt läuft die 60. Entschuldigung, ich bin da vielleicht ein bisschen kleinlich. Oh, der Einwurf ist gut. Kommt von der Mittellinie fast bis zur Torauslinie.
Ah ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Engelhardt schubst da Bouebari um an der Torauslinie. Es gibt Freistoß, bereits ausgeführt. Auf der linken Seite ist es jetzt Bouebari. Boah, der macht die 70 Meter hier aber echt schnell voll. Bringt es immer auf Johansson, der steht schon tief in der Hälfte der Viktoria auf der linken Seite. Er spielt jetzt zu Rüdlin, der steht ein bisschen zentraler. Der sucht wieder Johansson. Johansson sieht Koronkiewicz vor sich. Den nimmt der aus an der Grundlinie. Flankt er rein, aber seine Flanke ist nicht gut. Sie geht über die Latte und somit gibt es einen weiteren Abschlag für Ben Voll. So sieht's aus und ja, bei Freiburg machten sich jetzt schon wieder Leute parat zum Wechseln. Auf jeden Fall ein Spieler schon gesehen. Wir werden gleich erfahren, wer. Ben Voll lässt sich jetzt hier viel Zeit mit dem Abschlag. Wird das lang versuchen? Ja, Richtung André Becker, wie so oft. André Becker kann den Ball festmachen, per Kopf weiterleiten zu Russo, der weiter ja, wieder zurück ja, dreht, der, hat alle ja. Zeit der Welt. Ball ins Zentrum zu Lorch, der weiter zu Engelhardt. Klasse Spiel. Das Jung jetzt auf die linke Seite, der Ball zu Niklas Mai. Freiburg läuft ja schon an, aber kann den Ball irgendwie nie so wirklich erreichen. Nee, die laufen einfach nur viel. Also jetzt wird der Ball mal rausgeschlagen zu Becker, der jetzt hier schon wieder einen Ball festmachen kann. Also der verliert heute auch kaum so ein Duell. Mit allerhöchster Wagnis schafft es Ogbus, den Ball hier ins Aus zu spitzeln. Somit gibt es einen Wurf. Eine Sache für Niklas Mai, das alles an der linken Mittellinie, also Mittellinie links, etwas in der Hälfte der Freiburger. Oh, Mai macht einige Schritte noch, bevor er wirft. Er hat immer noch nicht geworfen, jetzt wirft er. Oh, und der Ball geht zu Najjar. Der nimmt jetzt gerade schon den zweiten aus, ist auf der linken Seite durch. Ja, wird er in den Strafraum eindringen? Nee, er fällt, als Ogbus die Grätsche ansetzt. Spiel läuft aber weiter. Oh, Freiburg kann sich befreien. Marino ist das auf der linken Seite, der Al-Ghadai einspielen will. Aber der Ball geht etwas zu scharf an ihm vorbei. Und somit hat die Viktoria schon wieder den Ball. Engelhardt, haha, stark, wie er da Ambros aussteigen lässt. Ambros weiß sich nicht zu helfen, außer ihn zu ziehen. Aber Schiedsrichter sagt, das war auch noch im Rahmen. Somit gibt es nur einen Wurf für Freiburg. Ah, da will jemand schon wieder die Hacke auspacken. Wird in erster Instanz geblockt von Russo. Ball geht jetzt auf die linke Seite bei Bouabari. Der dreht sich einmal um seine eigene Achse, bringt dann den Ball scharf links auf Johansson. Der steht an der 16er-Kante gegen Paco Koronkiewicz. Schafft es, den Pass noch reinzubringen in den 16er. Aber dann ist Schluss. Und somit kann Lorch den Ball aufnehmen, rausschießen. Ball geht ins Seiten aus. Ja, Freiburg wird gleich Felix Algeier einwechseln. Ah. Aber vorher gibt es noch den Einwurf für die Freiburger von der linken Seite in der Viktoria-Hälfte. Genau zwischen Mittellinie und Eckfahne. Ball immer noch auf der linken Seite. Ja, der neunte Einwurf jetzt hier für Freiburg. Oh, und die Nummer 8 wird bei Freiburg auch gleich reinkommen. Patrick Lienhardt. Aber vorher der Einwurf Richtung linkes Strafraum-Eck. Ball weitergeleitet Richtung Johansson, aber der kann den Ball ja nicht kriegen. Ja, Lorch schießt Johansson an und es gibt einen Abstoß. Es gibt Abstoß. Im Tor von Ben Voll. In welcher Spielminute? In der Spielminute 63. Und der Wechsel findet jetzt aber immer noch nicht statt, beziehungsweise die Wechsel immer noch. Wird der Abstoß jetzt vorgezogen? Da gibt es nämlich noch einige Instruktionen an die Freiburger. Jetzt der weite Ball Richtung André Becker, der da jetzt schon am linken Strafraum-Eck ist, wurde von Ben Voll eingesetzt. Ja, muss dann aber nochmal abdrehen, weil keiner ihm helfen kann. Ball zu schnell vorne gewesen, jetzt wieder alle Freiburger hinterm Ball. Ja, das hätte so was. Das hätte was sein können, ne? Das wäre schon die knappe Vorentscheidung gewesen, klar, 64 Minuten. Aber der Ball ist ja noch heiß. Ja, jetzt muss Ogbus den mal rausschlagen. Aber der Ball wird super aufgenommen von Engelhardt. Der kann den super weiterbringen an Dietz. Der zieht jetzt mal nach innen. Nee, also ich meine, er zieht nach innen, klar. Aber das ist alles noch am Anstoßkreis. Ball jetzt mittlerweile auf der rechten Seite. Paco Koronkiewicz setzt Dietz ein. Boah, der läuft ganz schön Meter für einen Innenverteidiger. Oh, schöner Hackenpass zurück zu Koronkiewicz. Der Ball wird allerdings abgeblockt und von Bouebari ja, weggegrätscht ins Aus. Es gibt Einwurf, eine Sache für Paco Koronkiewicz. Den kann er jetzt lang machen. 15 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. 15 Meter sozusagen zum Tor vom SC Freiburg 2. Weiter Einwurf Richtung Becker kommt, wird in erster Instanz rausgeköpft.
Oh, das machen sie aber selbst nochmal gefährlich. Oh, und jetzt noch ein Querschläger hinterher. Freiburg ein bisschen von der Rolle. Spielt so ein bisschen einfach so One-Touch hoch und weit. Hauptsache weg von mir. Engelhardt macht das da schon klüger mit Lorch zusammen. Bringen sie den Ball direkt wieder runter, sodass die Viktoria hier einen Spielzug aufbauen kann. Und jetzt lassen sie die Freiburger richtig laufen, die auch immer diese Geschenke dankbar annehmen. Der Ball geht ins Aus. An der Mittellinie gibt es Einwurf von der linken Seite für Freiburg. Eine Sache für Frankie Bouebari. So sieht's aus. Wirft den Ball zu Johansson, der mit der Seitenverlagerung die rechte Seite. Aber direkt wieder der Fehlpass. Jetzt André Becker kann da damit Philipp einsetzen, aber der war schon zu weit vorgelaufen. Trotzdem, Engelhardt jetzt mit Stark. Dem starken Ball zu Sunajar, der jetzt schon im Strafraum, der schließt einfach mal mit links ab. Aber der Freiburgskeeper vor André Becker. Ja, Serge Noah hat leider diesen Ball leicht abgefälscht. Der wäre cool gekommen. Da hat Najar extra Müller etwas aussteigen lassen, sodass er den Ball hinter ihm hervorspielen kann. Aber Müller packt seine Hacke aus und kann diesen Ball etwas den Drall nehmen und somit keine Problematik hier für Hornung. Jetzt kommen die Auswechslungen. Es ist einmal Lienhardt, der Routinier, der hier reinkommen wird, gegen Rüdlin. Und dann ist es, wie du schon sagtest, Allgeier, der reinkommt für den rechten Verteidiger Fallmann. So sieht's aus. Was hat Freiburg hier noch zu bieten? 66 Minuten gespielt. Jetzt erstmal Einwurf für unsere Viktoria von der rechten Seite. Paco wird's machen. Mal wird jetzt zurückgespielt Richtung Michael Schulz. Der weiter zu Ben Voll, jetzt auf die linke Seite mit Lars Dietz und Niklas Meyer. Es gibt jetzt aber den Einwurf für die Viktoria zwischen Mittellinie und Eckfahne von der linken Seite aus der eigenen Hälfte. Einwurf wird jetzt ausgeführt Richtung André Becker, der den Ball da gut festmachen kann auf der linken Seite. Und starker Ball. Ja, aber der ist umseits. Aber das war klares Abseits. Lief da schon frei auf Freiburgs Keeper zu. Aber das war einfach zu schön, um wahr zu sein. Ja, da hat er auch echt 5-6 Meter schon auf die zwei zurückrennenden Innenverteidiger gut. Ja, mal sehen, was das jetzt hier so bringt. Also, warum Fallmeier jetzt gegen, Fallmeier, oder? Fallmann. Fallmann gegen Allgeier ausgewechselt wurde, verstehe ich nicht ganz so. Dass Lienhardt, der Routinier für Rüdlin eintrifft, das ist okay. Oh, auf der linken Seite kann Johansson sich jetzt gut durchsetzen gegen Schulz. Schulz mit der Grätsche und der Schiri sagt sofort, weiterspielen, weiterspielen. Johansson. Ah, Lorch ist ein richtiger Ehrenmann. Lorch ruft von hinten dem Koronkiewicz zu, dass es hier... Oh, und jetzt gibt's da noch Jetzt gibt's eine Karte. Gelb-Rot für den ausgewechselten Mann. Rüdlin kriegt da Gelb-Rot, weil er sich beschwert. Warum hat er sich denn so beim vierten Offiziellen beschwert? Was ist denn los? Naja, wahrscheinlich, dass das Spiel weitergelaufen ist. Ach so. Und das ist sowas von unnötig, weil der gefaulte Johansson, oder sagen wir mal, der fair vom Ball getrennte, aber bestimmt schmerzhaft damit in Kontakt gekommene, Johansson steht schon wieder und wischt sich den Mund ab. Da kann es weitergehen. Aber das ist jetzt natürlich für Rüdlin ein so richtiger Bärendienst. Ausgewechselt in der 67., in der 68. mit Gelb-Rot. Naja, dann beginnen für ihn die Weihnachtsferien schon ein bisschen früher. Das ist natürlich ein Bärendienst. Ja, das ist auf jeden Fall sehr unnötig jetzt. Aber natürlich die Freiburger weiter mit 11 Mann auf dem Platz, weil Rüdlin bereits ausgewechselt worden ist. So, und jetzt... Zeigt auch Lukas Ambros, dass er ein fairer Sportsmann ist. Der wirft nämlich den Ball zurück zu Ben Voll. Und somit kann das Spiel jetzt wieder an Fahrt aufnehmen. 69. Minute. Niemand hat sich hier verletzt. Alle haben fair agiert. Der Ball ist auf der linken Seite, wo Niklas mal einen Einwurf rausholt. Der Junge macht mehr Meter mit dem Ball in der Hand als mit dem Fuß. So, jetzt wirft er endlich mal. Ball wird verlängert von Najar auf Becker. Kann in erster Instanz rausgekickt werden, geht dann zu Philipp, der spielt den No-Look auf die rechte Seite, wo sich schon Paco Koronkiewicz in Szene gebracht hat. Der spielt jetzt zu Russo chippt den Ball zu Koronkiewicz und der regt sich auf, dass Bouebari da rein zufällig den Ball, den er eigentlich schön verarbeitet mit dem Fuß, zumindest so weit weg von ihm bringt, dass er da nicht mehr hinterherkommt. So kann Hornung den Ball aufnehmen. Ja, spielt jetzt mit Ogbus einen Doppelpass im eigenen 16er, ohne dass er angegriffen wird. Ja, ein durchwachsenes Drittligadebüt für den 23-Jährigen.
Aber an ihm liegt es garantiert nicht, dass man hier mit 0-2 hinten liegt aus Freiburger Sicht. Die Viktoria sieht sich jetzt einem Angriff aufgesetzt, aber Lars Dietz ist heute eine Bank, kann diesen Angriff vereiteln, spielt direkt einen Diago auf Koronkiewicz, der nimmt den Ball schön mit der Brust an. Und nachdem er ihn verloren hat, gewinnt er ihn jetzt auch wieder. Und da zieht er das Foul gegen Franchi Boubary. Und der 20-Jährige, der ist da zu Recht sauer. Das hat Patrick Koronkiewicz einfach super gemacht. Oh, jetzt kommt David Kubata für Engelhardt. Klasse Spiel. Ja, klasse Spiel. Sehr auffällig. Der perfekte Gegenpart zu Stefano Russo in diesem Spiel. Kann man ruhig mal öfter ausprobieren, finde ich. Ja. Also, super Spiel. Freut mich sehr für den Jungen. Ja, aber freut mich auch weiterhin, dass Kubata Spielpraxis kriegt. Ich halte von dem sehr viel. Klar, der ist noch jung. Der muss jetzt erstmal so richtig lernen, wie das im Herrenbereich abgeht. Aber hey, für jemanden, der wieder aus unserer eigenen Jugend kommt, bin ich da guten Mutes, dass er sich da schnell einfügt. So, mittlerweile Ball von Ben Voll auf die linke Seite gegeben. Niklas May zeigt da immer wieder seine Klasse gegen Ambros. Holt schon wieder einen Einwurf raus. Das macht unser Schienenspieler echt so abgebrüht. So, jetzt macht er einen weiten Einwurf zu Becker. Der kommt an. Es ist wirklich verrückt, wenn ich mir überlege, wie viele Bälle der Becker dieses Mal schon dicht gemacht hat. Ball wird zurückgebracht zu Voll. Der packt die Fackel aus. Becker im Abseits. Auch wenn er diesen Ball wieder dingfest machen konnte. Es gibt Freistoß aus dem Anstoßkreis. Eine Sache für den neuen Felix Allgeier. Auch noch sehr jung. Sowieso, natürlich ist es eine zweite Mannschaft. Wir haben es hier mit einer sehr, sehr jungen Elf zu tun. Die meisten hier so um die 21. Nichtsdestotrotz so ein richtiges Zielding sieht man hier nicht. Jetzt auch wieder Serge Müller muss sich um seine eigene Achse drehen, am eigenen 16er der Innenverteidiger, um noch irgendwie einen Anspielpartner zu finden. Das ist alles ziemlich, ich will nicht sagen planlos, das ist dann schon zu viel. Aber hier passieren einfach massiv Fehler. Jetzt schon wieder Najar im Nachfassen. Schafft er es, den Ball mitzunehmen? Und da können sie vom Glück sagen, die Freiburger Hintermänner, dass es da noch den ein oder anderen Fehler auch im Aufbaustand der Viktoria geht. Jetzt gehen wir an Boubary. An ihm liegt es auf jeden Fall nicht. Macht schon wieder auf der linken Seite einiges an Metern gut. Aber dann seine Pässe. Nee, da fehlt ihm. Athletik hat der Mann. Aber da fehlt noch ein bisschen die Abstimmung bei den Pässen. Und David Philipp verliert hier auch den Ball. Also das ja, ich glaube, der hat in den Boden getreten. Der hat danach so auf den Boden geguckt, als ob ihm da was passiert wäre. Naja, auf jeden Fall Ball verloren. Freiburg im Ballbesitz in der Viktoria-Hälfte. Der Ball der halbrechten Seite, 30 Meter vor dem Tor. Jetzt ziehen die Freiburger Personen von Bauer nach innen. Ah, da ist Boubary ganz frei auf der linken Seite. Der bringt die Flanke. Aber die geht nur zu der Viktoria. Kann direkt wieder rausgeschlagen werden, aber Boubary kriegt einen zweiten Angriff. Spielt jetzt zurück auf Ogbus. Und der spielt zurück auf Müller. Ja, also Freiburg muss jetzt hier kommen. Lang ist hier nicht mehr zu spielen. Nee, 73. Spielminute. Minute, ja. Immer noch 2-0 für die Viktoria. Jetzt auf der linken Seite Johansson macht ein gutes Spiel. Halblinge Position. Was ein Trick, ein Sidan-Trick. Und aus zentraler Position schließt er ab, aber abgeblockt. Trotzdem jetzt nochmal der Nachschuss. Oh. Und ganz knapp am Tor vorbei von Ben Voll. Der war nicht mehr dran. Nee. Die Frage ist nur, war das Ambro? Nee, es war, glaube ich, Bauer. Mika Bauer, der 19-Jährige, der hier vom 16er gut abschließt und ganz knapp den linken Pfosten verfehlt. Ben Voll wäre vielleicht da gewesen, aber ich finde es schön, das nicht herausfinden zu müssen. Ja. So, nächster Doppelwechsel. Tom Berger wird kommen. Und Sandrine Baron Schumacher. Ja, Tom Berger und Marco Wörner gehen raus. Ja, das ist ein Tom Berger kommt für Marino rein. Das ist defensiver Mittelfeldspieler gegen defensiver Mittelfeldspieler. Und den Wörner hatte ich nicht auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen. Hattest du gerade richtig gesagt, Braun Schumacher ist reingekommen. Oh. Oder hast du dich vertan? Ey, die haben, ja, ich mache halt die Zahlen vorher, muss ich mich dann für entschuldigen. Entschuldigung bitte. Und die spielen heute mit anderen Zahlen. Dann ist Braun Schumacher dabei, alles klar. Gut, dass du sagst, dankeschön. Jetzt Freiburg im Ballbesitz in der eigenen Hälfte, spielen den Ball hin und her, alle Viktorianer hinterm Ball. 2-0 weiterhin für die Gastgeber. Freiburg muss jetzt hier kommen, aber ein drittes Tor wäre natürlich auch gut für unsere Viktoria. Jetzt Al-Gadawi, den Ball nochmal zurück zu Schumacher.
ja, Freiburg fällt da nicht mehr ganz so viel ein. Viktoria steht kompakt. Zum halblinke Position, 40 Meter vom Tor Bauer mit dem Doppelpassversuch. Aber das verläuft im Sande und da geht Sunajat zu Boden. Auf der linken Seite, nahe der Mittellinie. Und da gibt es die gelbe Karte. Für? Für? Wer weiß es denn? Die Nummer 8. Das ist die Nummer 8 bei Patrick Lienhardt. Patrick Lienhardt, der eingewechselte Mann. Also Freiburg hier echt mit vielen Karten. Ja, der jetzt die Kapitänsbinde übernommen hat von Rüdlin. Ungefähr eine Minute, bevor dann Rüdlin vom Feld verwiesen wurde. Ja, Lienhardt hat mit seinen 31 Lebensjahren schon einiges gesehen im Profifußball. Ist ausgebildet worden beim SC Freiburg. 2013 dann zu anderen Vereinen gegangen, 2022 wieder zurückgekommen. Bereits 2 Tore gemacht, übernimmt öfters die Kapitänsrolle. Das kann ich alles erzählen, weil der SC Freiburg, also die Reserve des SC Freiburg, spielt hintenrum. Becker zieht nochmal alle Körner hier, zwingt einen Ball auf die linke Seite. Ball kommt direkt wieder zurück, weil dort auch keine Anspielstation ist. Freiburg lässt sich da hinten ganz schön reindrücken. Sucht jetzt auf der rechten Seite Lienhardt, findet den auch. Lienhardt spielt raus. Ja, da wird jetzt auf der linken Seite Buebari gesucht. Und ein Foul. 2537 Besucher heute. Hey, das ist doch gar nicht so schlecht. Für einen Sonntagabend. Für einen Sonntagabend gegen den Tabellenletzten ist das echt okay. Jetzt geht's. David Philipp raus. Ja. Mustafa kommt rein. Starkes Spiel mal wieder von David Philipp. Ja. Ich finde auch, in diesem Spiel kommen unsere kreativen Leute gut zur Geltung. Ja. Hat da viel Platz. Und was mich auch total freut, ist, man sieht auch, dass der Najar eine super Alternative ist, falls dann einer von den beiden Wirbelwinden, Philipp oder Masaila, fertig ist. Dann kannst du den gut reinbringen und da scheint es auch gut zu funktionieren. Der weite Ball von Freiburg, hier aus dem Freistoß resultierend, wird direkt wieder rausgeköpft. Die Viktoria probiert es über links. Einfach mal den neuen Mustafa schicken. Der hat richtig Körner im Tank und setzt auch hier den Schlussmann unter Druck. Der macht einen direkten halben Fehlpass. Aber die Freiburger können den Ball gerade noch so belaufen. Johansson, der gefällt mir heute sehr gut. Auf der linken Seite zieht er nach innen. Bringt den Ball hier auf rechts. Aber Mika Bauer verspringt der Ball, den er mit der Brust annehmen will. Er geht ins Seiten aus, ungefähr 15 Meter von der rechten Eckfahne der Viktoria weg. Es gibt Einwurf für Niklas May, wie so häufig heute. Genau, so sieht's aus. Einwurf von der linken Seite Richtung André Becker. Kompostwetten zurück. Freiburg ist in Person von Johansson am Ball. Oh. Jetzt kann aber Sunajar mal durchlaufen, weil der Ball abgeprallt ist. Sunajar im 1 gegen 1 mit Müller. Was macht Najar? Legt ans rechte Strafraum-Eck zu Paco, der mit dem Ball Richtung Elfmeterpunkt und schießt da Müller an, aber das ist kein Elfmeter. Paco ist einfach. Ja, aber der ist einfach ein Spieler. Da siehst du direkt, der macht eine Flanke, obwohl er weiß, da steht gar keiner drin, in der Hoffnung, dass der junge Serge Müller die Arme hochreißt. Und als der Ball dann wirklich an der Brust ihm abspringt, sagt natürlich Paco direkt, das war ein Elfmeter. Aber nein, es war kein Elfmeter hier in der 78. Spielminute. Es gibt einen langen Einwurf, den macht Paco genau in der Sekunde. Der Ball geht, oh, der Ball kann nicht direkt geklärt werden. Jetzt im dritten Versuch geht der Ball raus aus dem Strafraum. Direkt zu Al-Ghadawi auf der linken Seite. Der probiert Mika Bauer einzusetzen, aber der Ball ist sofort wieder weg. Russo, ja, der lehrt den heute noch ein, zwei Sachen. Klärt den Ball. Und dafür kriegt er 10 Applaus von Olaf Jansen. Der Trainer der Viktoria steht hier, macht die Brust breit, hat die Hände wie ein Western-Revolver-Held nah am Hosenbund und schaut hier gebannt auf den Strafraum der Freiburger. Oh, jetzt machen sie es aber echt so, wie man es gelernt in der Jugend, wie man es nicht machen soll. Spielen sie hier die Querpässe im eigenen 16er umeinander. Und ja, Buebari. Macht dann die Fackel draus, schließt den Ball einfach hoch und weit weg, aber außer Kubata rennt dem Ball keiner hinterher. Der Ball geht zu Ben Voll. Der Torwart der Viktoria haut hier einen etwas verspringenden Ball raus. Buebari kann den aufnehmen, aber gegen 3 geht es einfach nicht. So, die Viktoria jetzt wieder in der eigenen Hälfte am Ball. Ball kommt zu Russo. Der Ball geht ins Aus und somit gibt es Einwurf. Buebari nimmt den Ball hier linke Seite, 30 Meter Entfernung zum Tor der Viktoria. Einwurf
komplett zur Victoria gegangen. Da weiß ich nicht, was er gesehen hat. Lorch, No-Look-Pass zu Najjar. Aber Najjar hat nicht erwartet, dass der Ball zu ihm kommt. Und somit geht der Ball wieder an die Freiburger. Viele Fehlpässe prägen jetzt diese letzten 11 Spielminuten, die regulären. Also, es sind noch 11 Minuten zu gehen. Wie die nächsten 11 werden, kann ich natürlich nicht sagen. Aber die letzten Minuten sind geprägt von Fehlpässen. So sieht's aus. Jetzt spielt Freiburg erstmal hinten rum. Alle Viktorianer hinterm Ball jetzt. Seitenverlagerung nach rechts. Über die Mittellinie sind die Freiburger gekommen und geben den Ball ins rechte Strafraumeck. Da legen wir mal wieder zurück zu Bauer, der jetzt mit der Flanke Richtung Elferpunkt, aber gut geklärt von Dietz. Und 80 Minuten sind hier gespielt. Viktoria Köln führt hier immer noch mit 2:0 gegen Freiburg, die jetzt einen Einwurf haben von der rechten Seite in der Viktoria-Hälfte Richtung rechtes Strafraumeck geworfen. Müssen aber nochmal abdrehen. Jetzt nochmal der Ball Richtung Elfmeterpunkt. Al-Ghadaoui. Aber das ist zu harmlos. Das ist alles nix. Also manchmal hat man ja schon so ein bisschen die Ahnung, wohin die Reise gehen wird. Also ich glaube, im SC Freiburg 2, wenn sie sich da in der Winterpause nicht mal einen Plan überlegen, wie sie diese ganzen Rohdiamanten richtig zum Schleifen bringen, dann weiß ich nicht, wie das in der dritten Liga weitergehen soll. Dafür ist da heute wenig Zug drin, sage ich mal. Einwurf jetzt von der rechten Seite, eine Sache für Paco Koronkiewicz, so ich würde mal sagen 30 Meter Entfernung zum Tor von Sebastian Hornung, zum Tor der Breisgauer. Ja, der findet keine direkte Anspielstation jetzt vielleicht. Ich glaube, er will den Ball unbedingt zu Becker spielen. Nein, jetzt spielt er auf Najjar. Najjar, schöne Körperdrehung, steht an der Eckfahne. Ball geht ins Aus, es gibt Einwurf für Freiburg und ihr hört's, damit sind die wenigsten hier im Sportpark Höhenberg einverstanden. Aber Bouhebari muss jetzt auch erstmal aus diesem Freistoß was machen. Ball geht an Al-Ghayer. Al-Ghayer schießt den Ball raus. Al-Ghadaoui kriegt den Ball auf Johansson. Der geht zurück auf Al-Ghadaoui. Oh, und der schafft den Diago-Ball. Rüber zu Ogbus. Ogbus, der Endverteidiger. Hey, der hat noch richtig Körner im Tank. Er probiert Lienhardt in Szene zu setzen. Aber Ben Voll kommt raus und kann diesen Passversuch noch wegholen. Begräbt den Ball unter sich, lässt ihn jetzt einmal dotzen, wäscht ihn noch ein bisschen mit seinen Handschuhen, trocknet ihn ab, wirft er ihn abwerfen. Nein, er schießt ihn. Er schießt ihn hoch und weit. 80, 85 Meter fliegt der Ball, kann von Müller direkt wieder zurückgeköpft werden. Aber die Viktoria probiert sich festzusetzen nochmal in der Hälfte der Freiburger, die immer noch nicht so ganz die Brechstange rausgeholt haben, die immer noch nicht so ganz verzweifelt nach vorne stürmen. Jetzt vielleicht mal Ogbus auf der rechten Seite. Ja, wird da gelegt von Mustafa. Und da hat Mustafa Glück, dass ihn dieses Weitergeben des Balles nicht als Ball wegschlagen angesehen wird. Es gibt Freistoß, rechte Seite am Anstoßkreis. Ball jetzt mittlerweile an den Strafraum gebracht. Lorch mit einem Rückzieher, um diesen Ball zu klären. Najjar. Oh, da war er schneller als der Ball erlaubt. Und somit geht der Ball nochmal an die Freiburger. Al-Ghadaoui. 20 Meter vorm Kasten. Schwacher Pass. Ganz schwacher Pass. Deswegen kann die Viktoria klären. Schießt den Ball nach vorne Richtung David Philipp. Verliert aber den Ball. Ball ist auf der rechten Seite bei Bauer. Zwischen Linie und Eckfahne in der Viktoria-Hälfte. Jetzt halbrechte Position. Wieder Bauer mit der Flanke schon von der Grundlinie Richtung Elfmeterpunkt. Und da der Schuss. Oh, Lienhardt ziemlich uninspiriert. Haut er einfach drauf. Dabei liegt vor ihm ein Viktoria-Spieler. Eigentlich gute Position. 10 cm halbrechte Position, um da mal abzuziehen. Ja, aber es gibt jetzt Eckball. Es gibt nochmal einen Eckball. 83. Spielminute. Eine Sache für den kleinen Mika Bauer. Wirklich nicht der Größte mit seinen 1,72. Deswegen verständlich, dass so ein feiner Fuß dann eher die Ecke schlagen wird. Obwohl, es könnte auch Felix Al-Ghayer machen, wenn ich es hier richtig erkenne. Ich kann leider nicht erkennen, wer es ist. Er steht nicht mit der Nummer zu mir. Egal, er nimmt seinen Arm hoch. Er bringt die Ecke rein. Ecke geht an Fünfer runter. Bouhebari kriegt den Ball. Super auf seinen Kopf. Aber er kriegt ihn nicht aufs Tor. Der Ball geht ins Tor aus. Und somit gibt es einen weiteren Abstoß für Ben Voll. So sieht's aus. Hier sind mittlerweile 84 Minuten gespielt. Immer noch 2:0 für die Viktoria. Und sieht ja viel danach aus, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Aber man muss weiterhin die Spannung hochhalten. Und jetzt erstmal der Abschluss von Ben Voll, der jetzt den Ball auf die rechte Seite schlägt Richtung Sunajar.
Ja, Richtung André Becker, der auf den Ball nach vorne, kriegt den Ball eher gegen den Kopf, als dass er ihn köpft. Der Ball Richtung nach vorne. Oh, hier stark. Richtung André Becker, der jetzt schon 20 Meter vorm Tor, halblinke Position, schießt einfach mal mit links. Ja, kann man ja mal versuchen, aber der Ball geht nur aufs Frühkölsch. Schade, Mustafa kriegt den Ball auf den Kopf, legt super vor für Becker, der an Freund und Feind vorbeisprintet und dann 20 Meter vorm Tor den Abschluss suchen muss, weil er merkt, da kommt jemand im Hintergrund, der nimmt mir sonst noch den Ball weg. Aber sein Ball geht leider schon 1-2 Meter übers Tor, so ist es nicht. So, kleines Foul hier von Lorch, taktisch klug gemacht. Will auch noch gleich den Ball aufnehmen, um noch mal ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen. Ball wird jetzt wieder ins Spiel gebracht von Allgeier. Ogbus, den hält wirklich gar nichts mehr da hinten. Der Innenverteidiger nimmt den Ball, sprintet nach vorne. Und jetzt kommt der Ball zu Wörner. Wörner flankt rein, wird geblockt, gibt die nächste Ecke. Also das ist jetzt das Aufbäumen. 85. Minute ist gleich vorbei. Es gibt die nächste Ecke. Mika Bauer ist es. Dieses Mal habe ich mir die Nummer gemerkt. Gibt den Ball kurz an Johansen, der gibt ihn wieder an Bauer. Bauer will einfach mit der Brechstange durch, schafft das, bringt von der Grundlinie die Flanke rein, wird rausgeköpft. Hinten ist es Bouibari, der an den Ball kommt. Oh, aber der verliert die Pille. Der verliert die Pille an Russo. Und Russo ist jetzt auf und davon. Was wird er machen? Auf der rechten Seite. Ah, da kommt Allgeier und kann ihn den Weg ein bisschen verbauen, aber er ist tief in der Hälfte. Jetzt geht der Ball zu Paco Koronkiewicz auf der rechten Seite. Er steht an der Seitenauslinie in Höhe des 16ers, gibt jetzt nochmal zurück auf Najjar. Ja, und jetzt macht er es lieber abgeklärt. Gibt zurück auf Schulz. Schulz gibt auf Voll. Und jetzt lassen sie die Jungspunde von aus dem Breisgau mal laufen. Dabei geht es auf die linke Seite zu Dietz. Hat ein super Spiel gemacht heute. Der spielt passgenau auf Niklas May. Der steht tief in der Hälfte. Der Freiburger, der guckt sich das eine Sekunde an. Und dann entscheidet er sich wieder zurückzugeben auf Dietz. Dietz findet diesmal Lorch. Lorch findet links wieder May. May spielt wieder ein schönes Dreieck zu Ende zu Dietz und der spielt diesmal zurück zu Ben Voll. Ich schätze, jetzt haben sie schon allein mit diesen paar Pässen eine Minute vom Spiel weggenommen. Voll spielt einen weiten Ball, den Bouibari direkt nach vorne köpft. Aber daraus wird nichts. Lorch schlägt den Ball raus. Oh, da wird nochmal gefoult. Becker reißt Schumacher um, Braun Schumacher. Ah ja. 87. Spielminute. Sticker kommt. Für Paco Koronkiewicz. Starkes Spiel von ihm. Ja, Sticker ja gegen Regensburg mit dem Last-Minute-Ausgleich. Darf jetzt nochmal für ein paar Minütchen hier ran. 87. Spielminute. Immer noch 2-0 für Viktoria. Ja, mal sehen, ob jetzt noch irgendwas hinterherkommt. Müller bringt den Ball hoch und weit einfach nur in die Hälfte der Viktoria. Al-Ghadawi da mit einem Pressschlag gegen Russo. Najjar kriegt jetzt die Kugel an der linken Seite. Probiert Sticker in Szene zu setzen, aber der Ball geht ins Seitenhaus. Es gibt Einwurf. Bouibari. Oh, falscher Einwurf, wenn ich so gesehen habe. Ja, Najjar spielt den Ball nochmal ins Aus. Es gibt nochmal Einwurf. Das alles passiert auf der linken Seite. 10 Meter vielleicht von der Mittellinie entfernt. Bouibari. Bouibari wirft ein. Lienhardt bringt den Ball zu seiner Abwehr. Die haut den Ball einfach weit und lang nach vorne. Aber auch daraus passiert gar nichts. Der Ball geht wieder ins Seiten aus. Wieder ungefähr 10 Meter von der Mittellinie entfernt. Auf der linken Seite in der Hälfte der Viktoria. Jonas Sticker mit dem ersten Ballkontakt. Allerdings noch nicht am Fuß. Der Ball ist in seiner Hand. Er wird jetzt einen Einwurf machen. Noch findet er nicht eine gewünschte Anspielposition. Ja, der Ball geht genau auf den Kopf von Bouibari. Aber Schulz kann den Ball rausschlagen. Der Ball geht jetzt in die Trainerbank von Viktoria Köln. Bouibari hat schnell eingeworfen von der Mittellinie, linke Seite. Aber der Ball wird von Lorch rausgeköpft. Mustafa verspringt auch der Ball. Alles jetzt nur noch klein, klein. Ach, alles jetzt nur noch Nickigkeit. Ja, Becker, naja, der ist halt bestimmt 25 Zentimeter. Ach, Mustafa holt sich gelb ab in der 89. Spielminute, weil er nicht auf den Pfiff reagiert, sondern noch mit ein bisschen mit dem Ball am Fuß tänzelt. Unnötige gelbe Karte, muss man ehrlicherweise sagen. So sieht's aus. Und jetzt nochmal Freistoß hier für Freiburg von der Mittellinie. Müller wird sich der Sache annehmen hier nach 89 gespielten Minuten. Jetzt der weite Ball Richtung rechtes Strafraumeck, aber zu kurz. Nein, Schumacher kann den Ball weiter nach vorne leiten. Jetzt der Ball am Elferpunkt. Johansson kommt aber nicht zum Schuss. Trotzdem Freiburg noch weiter den Ballbesitz hier. Allgeier bringt den Ball auf die linke Seite zu Bouibari. Bouibari sucht Lienhardt.
Naja, aber das war nicht gut gespielt und es gibt Abstoß. Wir fordern da noch eine Ecke, aber... Die gibt es nicht. In der letzten regulären Spielminute gibt es nicht noch einen Eckball, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt für den SC Freiburg 2. Das ist eine Sache für Ben Voll, der hier den Abschluss haben würde und der zeigt schon direkt an, als Schulz sagt, soll ich mich hier im 16er aufbauen? Sagt er, nein, geh doch einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich schlag den Ball hoch, ich schlag den Ball weit. Und genau das tut er jetzt auch. Ordentlicher Abschlag, über 60 Meter. Geht der Ball in die Hälfte des SC Freiburg 2. Die hauen den raus, aber auch Viktoria haut den Ball einfach raus. Ganz schön humorlos wird es jetzt hier auf die letzten Sekunden. Man merkt, die Viktoria will wirklich nichts mehr dem Zufall überlassen. Jetzt hier nicht noch irgendwie schön, schön, klein, klein. Oh, ja, Allgeier probiert sich anscheinend hier ein bisschen in Szene zu setzen mit einer Kopfballaktion, die wirklich wehgetan haben muss. Rousseau ist leider derjenige, der unter ihm aufkommt und somit zur Liege wird für den stürzenden Allgeier. Das hat bestimmt wehgetan. So, und gleich wird hier die Nachspielzeit bekannt gegeben. Es gibt 3 Minuten noch oben drauf hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ja, vielleicht maximal 2. Ey, ganz ehrlich, das war, glaube ich, die schnellste Anzeige, wie lange es Nachspielzeit gibt, die ich jemals gesehen habe. Also, wer da gerade geblinzelt hat, der mag vielleicht nicht wissen, dass es 3 Minuten sind, aber wir sagen es euch deswegen nochmal. So, es gibt nochmal Einwurf von exakt der Eckfahne. Najar hatte da einen Ball festgemacht, Bouhebari konnte den wegspitzeln, aber der Ball geht an der Eckfahne vorbei ins Seitenhaus. Es gibt nochmal Einwurf. Es gibt nochmal einen weiten Einwurf. Eine Sache für Jonas Sticker. Mal sehen, ob der weiter Einwürfe kann. Man ist natürlich da jetzt auf der Position sehr verwöhnt durch Paco Koronkiewicz. Sticker nimmt Anlauf. Kurzer Einwurf zu Lorch. Verliert sofort den Ball. Sticker hinterher. Es gibt nochmal einen Wurf. Dieses Mal allerdings für den SC Freiburg 2. Zum Wunderer alle. Bouhebari wirft ein, findet Allgeier. Dann Fehlpass. Russo auf der rechten Seite. Oh, tunnelt Bouhebari. Ja, Müller jetzt mal mit dem weiten Schlag, aber ja doch, Al-Gadawi kann den Ball nochmal annehmen. Ziemliches Getummel da in der Freiburger Hälfte. Am Ende haben die Gäste den Ball und Müller schlägt den Ball einfach mal nach vorne Richtung Mittellinie. Ball jetzt auf Höhe der Mittellinie, aber bei Viktoria. Jetzt hier auf der rechten Seite mit Sunajar. Stark. Zwischen Mittellinie und Eckfahne auf der rechten Seite holt er jetzt nochmal hier den Einwurf raus. Viel passieren wird hier sicherlich nicht mehr. 90 Sticker. Sekunden sind hier noch zu gehen. Sticker, schöner weiter Einwurf auf Najar. Najar steht an der Eckfahne, lässt sich von Johansson den Ball abnehmen. Der passt auf Lita, der ist im eigenen Strafraum. Ball wird dann rausgeschlagen und es gibt Einwurf für die Viktoria. So, jetzt aus. Olaf Jansen möchte den Ball gerne haben. Nein, er kriegt ihn nicht. Jonas Sticker nimmt den Ball direkt. Jonas Sticker sucht eine Anspielstation, findet zu El Najar. Der geht zurück an Sticker, der weiter auf Russo. Der wird hart gezogen, das war ein Foulspiel. Spiel läuft trotzdem weiter. Bouhebari immer noch auf der linken Seite. Probiert er mal einen Diago, aber der wird sofort von Lorch aufgenommen. Lorch macht das ganz abgeklärt, lässt sich fallen, also als der Kontakt da ist. Somit macht Lita Lienhardt es jetzt hier dingfest, dass es nochmal Freistoß gibt für die Viktoria. Die lassen sich jetzt natürlich Zeit. Die letzten 30 Sekunden wahrscheinlich. Aber der Schiedsrichter darf natürlich auch nach eigenem Ermessen schon früher abpfeifen. Michael Schulz, ja, den sieht er. Diago-Ball direkt auf die linke Seite zu Mai. Mai wollte den Ball cool weiterspielen. Der Ball kommt direkt zu ihm zurück. Deswegen spielt er zurück zu Voll. Voll mit einer ganz schönen Bogenlampe in die Hälfte. Der Freiburger, Ball geht nochmal auf Sticker. Sticker findet rechts Najar. Najar mit einem interessanten Ball Richtung Strafraum, der sofort von den Jungs aufgenommen wird in Schwarz. Somit Freiburg jetzt nochmal im Angriffszug. Ah ja, Allgeier, komm schon. Der bedient, also der bewirbt sich echt noch für einen gelben Karton. Das sollte es gewesen sein. Ja, das war's. Ja. Viktoria Köln gewinnt 2:0, hochverdient. Gegen unterm Strich viel zu harmlose Freiburger. Viel zu harmlose Freiburger, für die es wirklich schwer werden wird, in dieser Liga zu bestehen, wenn sie weiter so welche Sachen zeigen. Ja, aber für uns heißt es somit, endlich mal wieder einen Sieg zu verbuchen. Endlich auch mal wieder zu Hause. Wir waren ja zu Hause eine echte Bank und dann in den letzten Spielen haben uns da echt die Butter vom Brot nehmen lassen. Somit macht es überhaupt nichts aus für unseren Tabellenplatz. Wir sind weiterhin Tabellen 14. Aber wir sind jetzt wieder ein bisschen näher dran
Mit weiteren 3 Punkten könnte man bis auf Tabellenplatz 8 kommen. Ne? Und dann gibt es den Relegationsplatz in 6 Punkten Entfernung. Verdammt dicht beieinander. Also das ist wirklich eng. Und jetzt haben wir wieder den Anschluss. Und zum anderen haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Distanz zu den Abstiegsplätzen. Waldhof Mannheim als 17. hat 17 Punkte. Wir haben als 14. 25 Punkte. Das klingt doch hier und jetzt gar nicht mal so schlecht, oder? Finde ich auch. Ja. Und ja, Jakob, es hat mir riesig viel Spaß gemacht, heute mit dir hier reportieren zu dürfen. Und freut euch auf noch ein Spiel dieses Jahr. Nämlich am 20. Mittwoch. Dezember geht's nach Ferl. So sieht's aus. Das letzte Spiel im Jahr 2023. Da könnt ihr auch mal gerne wieder einschalten, solltet ihr nicht selbst vor Ort sein. Wir bedanken uns bei allen 30 Zuhörern, die wir heute hatten und an allen im Stadion, die uns zugehört haben. Das war Henrik, ich bin Jakob und wir verabschieden uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.